Freundinnen und Freunde der Astrologie, das erwartet uns im Juni. Eine totale Sonnenfinsternis, der Energiewechsel von Mars, die zweite Welle des Uranus-Saturn-Quadrats und drei Planeten, die scheinbar die Richtung ändern. Ziemlich viel Unruhe also. Aber wir haben auch superschöne Romantikaspekte, lukrative Finanztendenzen und eine geradezu magische Sommersonnenwende. Mehr zu den spannenden Konstellationen und wie sie auf euer Sternzeichenhoroskop wirken, das erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast. In diesem Video wollen wir uns die wundersamen und dramatischen kosmischen Entwicklungen im Juni anschauen. Die Timecodes zu den wichtigsten Themen und wann euer Sternzeichen jeweils dran ist, die findet ihr unter dem Horoskope-Shop in der Videobeschreibung. Viele von euch haben mich auch gefragt, ob es die Horoskoptexte nicht zum Nachlesen gibt, denn das sind ja doch immer viele Daten und Zahlen. Und das will ich jetzt anbieten. Gegen eine kleine Gebühr könnt ihr euch in Zukunft das Skript von eurem Sternzeichen oder auch ein Set mit allen Sternzeichen und der Einführung als Text zum Nachlesen herunterladen. Und das Produkt findet ihr dann auch auf meiner Homepage. Ich hoffe, der neue Service gefällt euch. Und jetzt im Juni lohnt sich das besonders, denn da ist unheimlich viel los. Das wichtigste Ereignis ist diesen Monat eine totale Sonnenfinsternis, die zugleich auch der Neumond am 10. Juni in den Zwillingen ist. Diese Konstellation hat uns übrigens zu dem schönen Bild in meinem Antonias Sternekalender inspiriert und das schmückt auch das Monatsvideo im Juni. Mehr zu den spannenden kosmischen Ereignissen erfahrt ihr gleich. Vorher gibt es aber noch Geschenke. Erstmal haben wir eine glückliche Gewinnerin der Verlosung im Mai. Ein schriftliches Geburtshoroskop als PDF geht an Cassandra Steiner. Herzlichen Glückwunsch, liebe Cassandra. Bitte melde dich bei der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse service@antonialangsdorf.com, damit wir dir deinen Gewinn zuschicken können. Und hier ist mein Geschenk im Juni. Weil wir besonders schöne und zauberhafte Liebes- und Romantikaspekte haben, verlose ich ein Partnerhoroskop. Entweder ein Partnervergleich, falls ihr einen neuen Flirt am Laufen habt, oder ein Liebeshoroskop für feste Beziehungen. Das darf sich der oder die Gewinnerin aussuchen. Die genauen Infos, wie ihr an der Verlosung teilnehmt, findet ihr am Ende dieses Videos im Serviceteil und der steht auch unten in den Timecodes. Die Konstellationen im Juni sind komplex und teilweise auch herausfordernd. Trotzdem geben viele harmonische und glückliche Aspekte Anlass zur Hoffnung, dass die Stimmung häufig positiv ist. Jupiter wirkt wohlwollend in den Fischen. Und am 2. Juni geht Liebesgöttin Venus in den Krebs. Da fühlt sie sich besonders wohl und verbindet sich dann mit dem Glücksplaneten. Und zur Sommersonnenwende gibt es dann auch eine schöne Allianz zwischen Kraftspenderin Sonne und Glücksplanet Jupiter, während die Venus traumhafte Romantikaspekte zu Neptun bildet. Das kann uns in eine geradezu euphorische Stimmung versetzen. Diese Aspekte verheißen Liebesglück und romantische Momente, aber auch finanzielles Glück und Erfolg. Darauf bin ich dann in den einzelnen Sternzeichenhoroskopen auch eingegangen. Die segensreiche Wirkung von Jupiter empfangt ihr, wenn ihr im Horoskop wichtige Positionen auf 1 bis 3 Grad in den Zeichen Fische, Krebs und Skorpion habt, also die Sonne oder persönliche Planeten, den Aszendenten, Partnerpunkt oder das MC. Und diese wichtigen Informationen könnt ihr alle an eurem Geburtshoroskop ablesen. Das könnt ihr in der aktuellen Rabattaktion mit 20 Euro Nachlass bekommen und die haben wir jetzt nochmal bis zum 10. Juni verlängert. Das verlinke ich euch alles auch unten in der Videobeschreibung. Am 10. Juni ist dann der Neumond in den Zwillingen und weil es zugleich eine totale Sonnenfinsternis ist, wirkt er besonders stark, nämlich bis zu 3 Monate vorher und noch bis zu einem Jahr nachher, und zwar dann, wenn er auf persönliche Punkte in eurem Horoskop fällt. Dann bringt die Sonnenfinsternis Veränderungen und neue Entwicklungen in wichtigen Lebensbereichen, eine neue Partnerschaft, einen Umzug, einen Wechsel im Job oder mehreres davon. In zweiter Instanz ist es auch wichtig, in welchen Häuserbereich die Sonnenfinsternis in eurem Horoskop fällt. Sie aktiviert dann psychologische und persönliche Entwicklungen.
Ich habe das in den Sternzeichen-Videos für euch gedeutet und auch die wichtigen Lebensthemen angesprochen, die aktiviert werden. Außerdem bekommt ihr Vorschläge für die Neumond-Meditation und Rituale. Wenn ihr euch in eurem Sternzeichenhoroskop nicht wiederfindet, dann schaut doch auf jeden Fall auch in das Video für euer Aszendentenzeichen rein. Die Sonnenfinsternis ist exakt am 10. Juni um 12.41 Uhr und zwar auf 19 Grad 41 Zwillinge. Am stärksten wirkt sie auf die Sternzeichen und die Aszendenten Zwillinge und Schütze oder wenn ihr Planeten, Aszendent oder MC auf 15 bis 25 Grad Zwillinge oder Schütze habt. Da bin ich in den Videos für Zwillinge und Schütze genau drauf eingegangen. Außerdem wird es auch einen Livestream zur Sonnenfinsternis geben und da zeige ich euch dann auch, wo die zu sehen ist, denn hier in Deutschland ist sie nicht sichtbar. Aber für ihre astrologische Bedeutung tut das keinen Abbruch. Gleichzeitig mit der Sonnenfinsternis spitzt sich auch das Quadrat, also der Spannungsaspekt, zwischen Saturn und Uranus wieder zu. Das heißt, es rumort am Junihimmel. Das sind Energien, die für viel Unruhe und auch aufregende Naturphänomene sorgen können, zum Beispiel außergewöhnliche Wetterlagen. Bei dem letzten Saturn-Uranus-Quadrat aus dieser Serie im Februar hatten wir plötzlich in vielen Ländern der Welt einen extremen Wintereinbruch. Ich bin mal gespannt, was jetzt im Sommer passiert. Die Betonung des Luftelements könnte Stürme anzeigen und die Betonung des Wasserelements kräftigen Regen. Vielleicht gibt es wieder mal ein Mega-Hagelunwetter. Wir werden es ja sehen. Was das Covid-Geschehen anbetrifft, ist anzunehmen, dass sich einerseits der positive Trend zu mehr Lockerungen fortsetzt. Das sind die guten Aspekte mit Jupiter. Aber Merkur ist ja vom 30. Mai bis 22. Juni rückläufig und die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass der rückläufige Merkur und gleichzeitige Spannungsaspekte oft zu Fehlentscheidungen im Hinblick auf die Pandemie geführt haben. Und so kann die Stimmung dann doch wieder zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt schwanken. Ich denke, wir dürfen noch nicht ganz loslassen und uns wieder völlig frei fühlen, auch wenn uns häufiger danach zumute ist und viele sich bereits wieder in Sicherheit wiegen. Hier habe ich in Kürze die wichtigsten Tipps zur Zeitqualität im Juni zusammengestellt. In der Liebe, flirten und feiern ja, aber bitte mit Verantwortung. Wir neigen zur Euphorie und Begeisterung, aber wenn wir es übertreiben, herrscht anschließend Katerstimmung. Wenn wir fremdflirten oder sogar unsere Beziehungspartner betrügen, ist die Gefahr groß, dass die Sache auffliegt. Deshalb in Beziehungen liebevoll, achtsam und respektvoll sein. Gesundheit. Auch aus gesundheitlichen Gründen sollten wir die neu gewonnenen Freiheiten nicht sorglos ausnutzen. Die Sonnenfinsternis bildet ein Quadrat zu Neptun. Das ist ein Faktor für Ansteckungen und Infektionen. Wir müssen also vorsichtig bleiben. Und die Finanzen. Wenn ihr Gewinne gemacht habt, holt sie euch und setzt sie nicht weiter ein. Die Märkte sind rund um die Sonnenfinsternis sehr unruhig. Näheres dazu erfahrt ihr von meinem Mann, Ray Merriman, der ist Spezialist für Finanzastrologie. Sein kostenloser Finanznewsletter wird auch auf Deutsch übersetzt und die Infos dazu verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Am Tag nach der Sonnenfinsternis, am 11. Juni, wechselt der Mars aus dem Krebs in den Löwen. Das wird dann eine spürbare Energiewende. Im Löwen kann sich der Mars viel besser entfalten als vorher im Krebs und wird uns anspornen, produktiv zu werden und Herausforderungen sportlich zu nehmen. Er hilft, um uns mit ganzem Herzen für eine Sache einzusetzen, Sport zu treiben und er wird die Liebeslust anfachen und den Spaß daran, uns draußen an der frischen Luft in der Sonne zu betätigen. Und die ersten Events mit Publikum werden dann wohl auch wieder möglich sein. Der Mars-Transit hat also viele positive Wirkungen, er kann jedoch auch die Egos einiger Leute aufplustern, was dann zu Konflikten führen kann. Vor allem aber wird der Mars etwa vom 27. Juni bis 5. Juli den Spannungsaspekt zwischen Saturn und Uranus aktivieren. Und wenn diese Konstellation auf persönliche Punkte in eurem Horoskop fällt, kann sie eine erhöhte Unfall- oder Verletzungsgefahr anzeigen. Das betrifft vor allem die Zeichen Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann.
Wenn ihr da die Sonne, also euer Sternzeichen oder andere persönliche Faktoren stehen habt, kann das eine kritische Zeit sein. Ich bin darauf auch in den entsprechenden Sternzeichenhoroskopen eingegangen. Aber wenn ihr es genau wissen wollt, dann müsst ihr mal in eurem Geburtshoroskop nachschauen, ob ihr Positionen auf 11 bis 16 Grad in diesem Zeichen habt. Auf jeden Fall kann uns in dieser kritischen Phase die 90-Sekunden-Regel nochmals sehr gute Dienste leisten. Und den Abschnitt dazu könnt ihr euch in dem Video Mars im Widder nochmal anschauen. Das verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr die 90-Sekunden-Regel in der Mars-Analyse zum Nachlesen. Es könnte sich lohnen, aus Anlass dieses Transits eine neue Mars-Analyse zu bestellen. Und wenn ihr schon eine habt, die bis Juli geht, schlagt doch da nochmal nach. Nicht zuletzt gilt es in diesem Monat auch zu beachten, dass es mehrere scheinbare Richtungswechsel bei den Planeten gibt, was ja astrologisch eine sehr wichtige Auslösung ist. Am 20. Juni wird der Jupiter rückläufig, am 23. wird der Merkur wieder direktläufig und am 25. wird der Neptun rückläufig. Vor allem Jupiter und Neptun erzeugen dabei eine Schwingung von Euphorie und Fantasie mit der Tendenz, sich Illusionen über etwas zu machen. Oder auch eine Tendenz, sich in eine schöne Traumwelt zu flüchten. Andererseits sind das geniale Konstellationen für alle, die mit der Vorstellungskraft und Fantasie arbeiten oder auch mit Träumen und geistigen Energien. Auch für diejenigen, die mit Medien, Bildern, Musik und Kunst, also mit kreativen Bilder- oder Klangwelten zu tun haben, sind das großartige Konstellationen. Die Planetenumschwünge spielen sich alle rund um die Sommersonnenwende ab und die ist am 21. Juni um 5.32 Uhr und dann geht die Sonne in den Krebs. Wir haben also zu diesem Datum enorme spirituelle und magische Kräfte und die Sommersonnenwende eignet sich sehr gut für Rituale. Und kurz nach der Sommersonnenwende, am 24. Juni, ist auch der Vollmond im Steinbock, der sich mit Jupiter verbindet. Liebesgöttin Venus, der geheimnisvolle Pluto, Romantikplanet Neptun und die wilde Lilith sind zu Vollmond ebenfalls miteinander vernetzt. Das heißt, wir haben eine ganze Phase vom 19. bis zum 24. Juni, die mit intensiven spirituellen und magischen Kräften aufgeladen ist. Gerade Venus-Pluto ist ein Aspekt, der wie eine Art Liebesmagie wirkt. Allerdings kann er auch starke Eifersucht auslösen. Deshalb können wir dann tiefe Liebeserlebnisse haben oder in eine emotionale Verstrickung reingezogen werden, wenn wir nicht aufpassen. Auf jeden Fall können sich alle freuen, die ein Sonnenwendritual abhalten möchten, denn die kosmischen Kräfte sind einfach genial dafür. Ob Kunst, Inspiration oder Wunschmeditation, wichtig ist, dass wir uns vornehmen, die Kräfte, die wir geweckt haben, auch ernst zu nehmen und Ideen auch umzusetzen und in der Realität zu verankern. Und dabei kann uns ein gutes Ritual helfen. Mehr dazu findet ihr in meinen Anregungen zur Ritualarbeit in dem Video zum Göttinnen-Neumond. Den Beitrag würde ich euch wirklich auch nochmal empfehlen, um mit den außergewöhnlichen Konstellationen im Juni zu arbeiten. Noch ein wichtiger Hinweis zum Finsternisgeschehen. Finsternisse treten immer paarweise auf. Zu der Sonnenfinsternis am 10. Juni gehört die Mondfinsternis am 26. Mai. Das ist dann der Vollmond im Schützen. Und zu beiden Events mache ich jeweils einen Livestream mit allem, was für diese Finsternis jeweils wichtig ist. Beim Livestream zur Mondfinsternis gibt es auch ein Special über Jupiter in den Fischen und seine Licht- und Schattenseiten. Der Livestream ist am 25. Mai, am Tag vor der Mondfinsternis. Und dann sehen wir uns nochmal live am 8. Juni anlässlich der Sonnenfinsternis. Kleiner Tipp, in den Livestreams gibt es auch ein Gewinnspiel. Mehr Infos dazu findet ihr am Ende dieses Videos im Serviceteil und unten in der Videobeschreibung. Für die zwei Finsternisse habe ich noch einen ganz tollen Veranstaltungstipp für euch. Ich habe mich während der Venus-Mondknotenzeit mit mehreren tollen Frauen verbunden und eine davon ist die Schamanin Jenny Appel. Die hatte ich euch auch schon im Livestream mit dem Göttinnen-Neumond vorgestellt. Sie veranstaltet unter dem Namen Völverschmiede zwei schamanische Online-Rituale, eins zur Mondfinsternis und eins zur Sonnenfinsternis. Und die möchte ich euch ans Herz legen. Ich glaube, dass es ganz toll wird und ich plane, auch selbst daran teilzunehmen. Den Link zur Anmeldung findet ihr unten in der Videobeschreibung unter Wichtige Links und da verlinke ich euch auch nochmal das Video mit Jennys toller Lilith-Chiron-Meditation.
Soweit also meine Gedanken zur Zeitqualität und zu den äußerst aufregenden und teilweise magischen Konstellationen im Juni. Jetzt steigen wir ein in die Sternzeichenhoroskope. Denkt dran, gegebenenfalls auch in das Zeichen eures Aszendenten reinzuschauen. Ich wünsche euch viel Freude damit und gute Erkenntnisse. Und wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Hallo, ihr lieben Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Freut euch auf eine besonders kraftvolle Phase ab dem 11. Juni. Mehr zu euren Sternen für den gesamten Monat erfahrt ihr gleich. Vorher noch ein Hinweis. In dem nun folgenden Horoskop werde ich euch wichtige Tendenzen für euer Sternzeichen und den Aszendenten aufzeigen. Wahrscheinlich empfangt ihr aber noch weitere wichtige Einflüsse auf die Planeten und Häuser eures individuellen Geburtshoroskops. Mehr darüber erfahrt ihr in meinen PDF-Horoskopen, die für euch auf der Basis eures persönlichen Geburtsdatums erstellt werden. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den Juni schauen. Der Monat beginnt mit einer etwas anstrengenden Phase bis zum 10. Juni, besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Kampfplanet Mars, euer Herrscher, steht noch im Krebs und bildet einen schwierigen Aspekt, der auf Machtkämpfe und Auseinandersetzungen mit Autoritätsfiguren hinweist. Möglich auch, dass andere euch eure Position streitig machen. Das kann sich sowohl beruflich als auch auf der privaten Ebene auswirken. Also vielleicht durch Stress mit Vorgesetzten oder Ämtern oder einfach, weil ihr eine besonders anstrengende Aufgabe habt und es ein Kampf ist, damit zurechtzukommen. Privat können es die Kinder oder Leute, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, sein, mit denen es Gerangel darum gibt, wer das Sagen hat. Lasst euch nicht provozieren, haltet euch möglichst aber auch selbst zurück, um keine Konflikte heraufzubeschwören. Falls ihr im März Geburtstag habt, bekommt ihr davon vielleicht weniger mit, aber das hängt eben auch davon ab, wie zum Beispiel euer persönlicher Mars im Geburtshoroskop steht. Für alle Widder gilt, dass bis zum 22. Juni noch der Merkur rückläufig ist und dadurch wird manches auch einfach missverstanden oder es ändern sich Meinungen nochmal. Und wenn ihr euch darauf einstellt, könnt ihr vielleicht manches auch gelassener sehen. Für euer Privatleben ist es wichtig, dass die Venus am 2. Juni in den Krebs wechselt. Dadurch werden Familienmitglieder und LiebespartnerInnen empfindsamer und möchten mehr Qualitätszeit mit euch verbringen. Außerdem wünschen sie sich eine liebevolle Ansprache. Kriegt ihr das hin? Die Sterne deuten darauf hin, dass viele Widdergeborene zumindest bis Mitte Juni ganz schön unter Druck stehen. Bittet doch gleich in der ersten Woche des Monats nahestehende Menschen ganz lieb um Hilfe. Wahrscheinlich sind sie gern für euch da. Vom 9. bis 16. Juni scheint es eher umgekehrt zu sein. Da solltet ihr auch mal die Arbeit oder was sonst anliegt beiseite schieben, denn da werdet ihr in der Familie gebraucht. Wenn ihr noch Single und auf der Suche seid, ist die Zeit bis Mitte Juni weiterhin sehr gut zum Flirten und um jemanden kennenzulernen. Aber dabei müsst ihr auf Missverständnisse gefasst sein. Achtet darauf, dass eure Nachrichten auch die richtige Person erreichen und dass ihr Verabredungen nicht verpasst. Der Neumond mit der Sonnenfinsternis am 10. Juni bringt eine große Wende und steht harmonisch zur Widdersonne. Wenn ihr spirituell arbeitet und euch für kosmische Energien interessiert, wird euch diese Konstellation sehr inspirieren. Und falls ihr beratet, habt ihr wertvolle Informationen weiterzugeben. Wobei ihr aber darauf achten müsst, dass diese auch richtig verstanden werden. Der Neumond kann auch den Beginn einer interessanten neuen Beziehung oder Freundschaft anzeigen. Wenn ihr eine Partnerschaft oder einen Flirt mit Menschen aus dem Zeichen Zwillinge oder Schütze habt, kann dieser Neumond eine wichtige Veränderung bringen, wahrscheinlich zum Positiven. Vielleicht empfangt ihr auch Impulse zur Heilung einer Beziehungsangelegenheit, wenn ihr euch geduldig und liebevoll darauf einlasst. Ab dem 11. Juni ändert sich die Energie für euch zum Positiven. Dann geht der Mars in den Löwen und steht dann für 6 Wochen in einem günstigen und kraftspendenden Aspekt zur Widdersonne. In den Tagen bis zur Sommersonnenwende am 21. Juni merkt ihr wahrscheinlich direkt, wie eure Energie steigt und stürzt euch begeistert in eure laufenden oder neue Projekte. Der 21. ist dann auch der Beginn des Sternzeichens Krebs und dann geht es auf den Vollmond im Steinbock zu. Der ist am 24. Juni. Rund um diesen Vollmond sind Anspannungen und Frustrationen möglich, vielleicht weil ihr nicht so könnt, wie ihr wollt.
Ihr müsst dann offenbar eine Verantwortung übernehmen, durch die ihr euch möglicherweise ausgebremst fühlt. Gleichzeitig wird Heilerplanet Chiron aktiviert. Es kann also eine besondere persönliche Chance sein, einen wunden Punkt in euch selbst zu heilen, indem ihr eine bestimmte, möglicherweise anstrengende Aufgabe oder Verantwortung übernehmt. Deswegen schaut genau hin, welche Challenge der Kosmos für euch bereithält, denn darin kann viel Gutes liegen. Und diese Phase geht etwa vom 22. Juni bis zum 11. Juli. Behilflich ist euch die Venus, die am 27. Juni in den Löwen geht und dann wunderschöne Aspekte bildet. Das spricht für Unterstützung und ein konstruktives Miteinander mit den beteiligten Leuten. Wenn es sich bei der Challenge um euer persönliches Herzensprojekt handelt, kann euch die Venus helfen, euch selbst liebevoll anzunehmen und eure innere Schönheit nach außen strahlen zu lassen. Auf jeden Fall lohnt es sich, dass ihr euch von möglichen Anstrengungen nicht frustrieren lasst, sondern am Ball bleibt. Außerdem ist der Venus-Aspekt toll für euer Liebesleben und um eine neue Romanze zu beginnen. Finanziell und gesundheitlich können die Aspekte Ende des Monats etwas schwierig für euch werden. Der Mars bildet Anfang Juli einen harten Aspekt zu Uranus. Das zeigt erhöhte Verletzungsgefahr an. Seid bitte in der Zeit vom 29. Juni bis 5. Juli besonders achtsam. In der ersten Julihälfte solltet ihr auch finanzielle Risiken möglichst meiden. Vielleicht hängt auch beides miteinander zusammen, indem zum Beispiel unerwartete Kosten für eine Behandlung auf euch zukommen. Aber dafür stehen die Sterne bis Ende Juli umso schöner für Liebe und Leidenschaft. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Ihr erhaltet im Juni viel liebevolle Unterstützung und versteht es, andere auf charmante Weise zu überzeugen. Mehr zu euren Sternen für den gesamten Monat erfahrt ihr gleich. Vorher noch einen Hinweis. In dem nun folgenden Horoskop werde ich euch wichtige Tendenzen für euer Sternzeichen oder den Aszendenten aufzeigen. Wahrscheinlich empfangt ihr aber noch weitere wichtige Einflüsse auf die Planeten und Häuser eures individuellen Geburtshoroskops. Mehr darüber erfahrt ihr in meinen PDF-Horoskopen, die für euch auf der Basis eures persönlichen Geburtsdatums erstellt werden. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch auf der Infokarte hier. Jetzt wollen wir schauen, wie eure Sterne im Juni stehen. Liebesgöttin Venus bildet ab dem 2. Juni fast den ganzen Monat über einen super günstigen Aspekt. Wenn ihr bewusst liebevoll kommuniziert, könnt ihr so ziemlich alles bekommen, was ihr euch wünscht. Zwar kann der rückläufige Merkur immer mal wieder Störungen bringen, aber wenn ihr euch dadurch nicht beirren lasst, kommt ihr wahrscheinlich gut damit klar. Die Venus beflügelt euch vor allem, wenn ihr in kommunikativen Berufen tätig seid, viel schreibt oder bloggt oder auch wenn ihr therapeutisch arbeitet. Außerdem bildet sie gute Finanzaspekte in der ersten Juniwoche. Der Mars unterstützt euch noch bis zum 11. Juni und fördert eure Produktivität und euer Vorankommen. Für die Liebe ist der Venus-Einfluss natürlich auch fabelhaft. Besonders in der ersten Woche des Monats bekommt ihr sehr romantische und liebevolle Aspekte. Das hilft den Singles unter euch beim Flirten und für die Liierten ist es sehr schön für einen innigen und zärtlichen Austausch mit euren Herzallerliebsten. In diesen Wochen solltet ihr den Menschen gegenüber, die ihr liebt, eure Wertschätzung und Zuneigung ausdrücken und das wird auch zu euch zurückkommen. Auch Jupiter steht günstig für Romantik und geschäftlichen Erfolg und zwar besonders für die Aprilstiere. Trotzdem müsst ihr insgesamt vorsichtig mit euren Finanzen sein. Hier können sich Fehler oder falsche Informationen durch den rückläufigen Merkur ungünstig auswirken. Je komplizierter die Angelegenheit, desto fehleranfälliger. Wenn es geht, verzichtet bis zum 22. darauf, wichtige finanzielle Vereinbarungen zu unterschreiben. Besonders heikel ist die Phase vom 3. bis 9. Juni. Da kann euch eure sonst so gute finanzielle Einschätzung im Stich lassen. Das gilt auch, wenn ihr tolle neue Leute kennengelernt habt, mit denen ihr Geschäfte machen möchtet. Da solltet ihr dann noch ein bisschen auf Zeit spielen und euch gegenseitig besser kennenlernen. Strukturen, die schon bestehen und sich als zuverlässig erwiesen haben, bleiben auch weiterhin tragfähig und darauf könnt ihr euch verlassen. Der Neumond mit der Sonnenfinsternis vom 10. Juni aktiviert euren kosmischen Finanzbereich. Ihr könnt ihn nutzen, um über neue finanzielle Entwicklungen oder Partnerschaften nachzudenken. Aber bevor ihr diese vertraglich besiegelt, solltet ihr euch wirklich ganz sicher sein.
Eine Sonnenfinsternis ist gut, um eine Sache innerlich zu betrachten und auf die Intuition zu hören, aber nicht unbedingt als Startdatum für ein neues Projekt. Fehler, die man dann macht, können lange Konsequenzen haben. Zeitgleich mit der Sonnenfinsternis ist auch das Uranus-Saturn-Quadrat sehr aktiv und einige von euch verspüren wahrscheinlich eine große innere Unruhe und merken ganz intuitiv, wenn ein Projekt oder eine Aufgabe noch nicht reif für einen Abschluss ist. Wenn ihr wahrnehmt, dass sich etwas Neues in eurem Leben manifestieren möchte, heißt das nicht, dass ihr deswegen das bisher Bestehende über den Haufen werfen müsst. Auch unvorhersehbare Einflüsse von außen können eure Pläne nochmal ändern. Näheres über diesen Aspekt mit Uranus in eurem Zeichen und auf welche Geburtstagskinder er einwirkt, könnt ihr in meinem Jahrbuch nachschlagen. Das beste Zeitfenster, etwas Neues zu beginnen oder zu unterschreiben, ist zwischen dem 24. Juni und dem 2. Juli und dann wieder ab dem 7. Juli. Am 11. Juni gibt es noch eine wichtige Energiewende für euch. Denn dann geht der Mars ins Zeichen Löwe und von dort aus bildet er für die nächsten 6 Wochen stressige Aspekte. Das kann euch ganz schön Dampf machen und ihr könnt durchaus mehr geschafft kriegen als sonst. Aber es ist wahrscheinlich mit Reibungen und Anstrengungen verbunden. Achtet in den nächsten 6 Wochen vor allem auf 2 Sachen. Erstens, dass ihr in Bewegung bleibt, durch moderaten Sport, aber auch Ausgleich wie Yoga oder Stretching. Und zweitens, schaut, dass ihr in eurem Kalender genug Luft für Unerwartetes lasst, sodass ihr nicht unter Druck und Hektik geratet. Falls ihr merkt, dass ihr euch aufregt und schneller gereizt seid als sonst, schaut doch auch nochmal mein Video über Mars im Widder an, wegen der 90-Sekunden-Regel. Die kann euch dabei helfen, die Ruhe zu bewahren. Am 21. Juni um 5.32 Uhr ist Sommersonnenwende und die Sonne tritt ein ins Zeichen Krebs. In dieser Zeit und bis zum Vollmond am 24. Juni habt ihr nochmal einen ganz wunderschönen Romantikaspekt und wenn ihr die Energie der Sonnenwende für euch nutzen wollt, würde sich als persönliches Thema Liebe und Partnerschaft anbieten. Das kann man ja mit einem Ritual der sommerlichen Fülle kombinieren. Fülle und Liebe, das ist doch was für die Stiere. Ihr müsst allerdings beachten, dass es einen Aspekt von Venus zu Pluto gibt, der kann auch mit Eifersucht einhergehen. Also schaut einfach, wenn in der Richtung in eurer Beziehung irgendwas im Argen liegt, müsst ihr da ein bisschen vorsichtig sein. Aber dieser Aspekt kann auch für besonders intensive Liebeserlebnisse sorgen. Am 23. Juni wird dann auch der Merkur wieder direktläufig und bis zum Monatsende stehen dann die Sterne wieder günstig für eure finanziellen Vorhaben. Der Vollmond am 24. Juni steht in Harmonie zur Stiersonne und es kann sein, dass man eure starke Schulter zum Anlehnen sucht. Wir haben dann auch nochmal ganz tolle Konstellationen, falls ihr euch mit der Göttin und der weiblichen Kraft befasst. Da bietet sich ein Vollmondritual der weiblichen Stärke an. Auch Liebesmagie würde funktionieren, aber nur, wenn ihr was davon versteht und euch eurer Sache ganz sicher seid. Und diese Phase der Verzauberung geht im Grunde von der Sommersonnenwende bis zum 27. Juni. Dann tritt die Venus in den Löwen ein und es kommt eine neue Liebesenergie auf. In eurem Sternzeichenhoroskop geht die Venus dann in den Bereich der Familie, ideal für einen Familienurlaub und es besteht ja Hoffnung, dass das dann auch wieder möglich ist. Aber bleibt achtsam, denn zum Monatsende hin baut der Mars schwierige Aspekte auf. Die heiße Phase ist vom 26. Juni bis 4. Juli, da ist dann die Unfallgefahr erhöht. Deswegen Druck und Hektik vermeiden und auch am Urlaubsort aufpassen, dass ihr nicht stolpert oder beispielsweise in einen Seeigel tretet. Lieber viel chillen, Yoga machen und euch in eurem eigenen Tempo bewegen. Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juni Geburtstag habt. Für euch ist die Sonnenfinsternis am 10. Juni ein ganz besonderes Ereignis. Und warum? Dazu erfahrt ihr hier gleich mehr. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Horoskop kann ich euch wichtige Tendenzen für euer Sternzeichen und den Aszendenten aufzeigen. Doch wahrscheinlich sind auch noch andere Einflüsse für euch wirksam, die ich nur mithilfe des individuellen Geburtshoroskops deuten kann. Mehr darüber erfahrt ihr in meinen PDF-Horoskopen, die für euch auf der Basis eures persönlichen Geburtsdatums erstellt werden. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen im Juni an.
Gleich zu Beginn des Monats, am 2. Juni, verlässt die Venus euer Zeichen und zieht weiter in den Krebs. Dort steht sie günstig in eurem kosmischen Finanzbereich. Vom 1. bis zum 4. Juni habt ihr einen fabelhaften Berufs- und Finanzaspekt. Vielleicht erhaltet ihr einen Bonus oder könnt euch beruflich hervortun, was sich dann auch finanziell auszahlt. Ist auch eine gute Konstellation, um mal Lotto zu spielen. Aber denkt dran, der Merkur ist rückläufig, haltet alles schriftlich fest und verliert bloß nicht euren Lottoschein. Das astrologische Großereignis des Monats ist der Neumond mit der Sonnenfinsternis am 10. Juni in den Zwillingen. Und zwar in Verbindung mit eurem Herrscher Merkur. Das ist sowieso der wichtigste Neumond des Jahres für euch, denn es geht um eure persönliche Entfaltung und Entwicklung. Durch die Sonnenfinsternis ist die Wirkung dieses Neumonds um ein Vielfaches verstärkt. Das hat auch damit zu tun, dass der Mondknoten beteiligt ist, der ja die Zwillinge noch bis Jahresende besonders hervorhebt. Ich habe ja schon viel darüber gesprochen, dass ihr dieses Jahr oft gefragt seid, dass man auf euch hört, eure Meinung wissen will und euch als Vorbild sieht. Ihr könnt mir gerne hier auf YouTube oder auf Instagram zurückmelden, ob und inwiefern ihr diesen Einfluss spürt. Was nun die Sonnenfinsternis angeht, merkt ihr vielleicht schon seit einigen Monaten, dass in eurem Leben größere Entwicklungen im Gange sind. Das können weitreichende Veränderungen in der Arbeit und Karriere, Wohnort, Beziehungen oder Gesundheit sein. Ihr könnt eurem Seelenpartner oder Partnerin begegnen oder in euren bestehenden Beziehungen einen wichtigen Schritt nach vorne machen. Ihr könnt euch im Job profilieren und entwickeln oder ihr findet endlich die richtige Ärztin oder Heiler für euch. Vielleicht ereignet sich sogar mehreres auf einmal. In allen diesen Bereichen können sehr wichtige Ereignisse stattfinden, die sich positiv entwickeln. Vielleicht werden auch Veränderungen angestoßen, die zunächst nicht wünschenswert erscheinen, sich aber später als förderlich herausstellen. Die Sonnenfinsternis wirkt etwa seit März diesen Jahres und noch bis Mitte 2022 und wirkt am stärksten auf die Geburtstagskinder vom 6. bis 14. Juni. Außerdem auf alle, deren Aszendent zwischen 15 und 25 Grad Zwillinge steht. Aber auch dann, wenn die Sonnenfinsternis auf andere wichtige Planeten in eurem Horoskop fällt, beispielsweise Merkur, Venus oder Mars, empfangt ihr diese schicksalhaften Wandlungseinflüsse. Und die wichtigen Infos, wo all eure Planeten stehen, findet ihr natürlich in eurem Geburtshoroskop als PDF. In abgeschwächter Form wirkt die Sonnenfinsternis auch für alle anderen Zwillinge-Geborenen. Wichtig ist für euch auch, dass euer Herrscher Merkur dabei eine zentrale Rolle spielt und der ist ja im Moment rückläufig. Das bedeutet, dass sich Entwicklungen zurzeit mehr innerlich abspielen oder ihr besonders viel darüber nachdenkt und innerlich verarbeitet, was in eurem Leben los ist. Erkenntnisse, die ihr zum Neumond habt und Beschlüsse, die ihr fasst, solltet ihr zunächst noch für euch behalten bzw. intern mit eventuellen Beteiligten besprechen. Meinungen können sich noch ändern, fehlende Informationen können noch auftauchen und manche Ideen müssen auch nochmal auf ihre Realitätstauglichkeit überprüft werden. Obwohl es ein Neumond ist, eignet sich die Sonnenfinsternis nicht als Startdatum für neue Vorhaben. Günstiger für einen offiziellen Beginn ist die Zeit ab dem 23. Juni, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Gleich im Anschluss an die Sonnenfinsternis, am 11. Juni, wechselt der Mars in den Löwen und steht dann für 6 Wochen im günstigen Aspekt. Das gibt Schwung und regt eure Diskussionsfreude und Kontaktmöglichkeiten stark an. Ist auch ein guter Einfluss, wenn ihr schreibt, bloggt oder auf Social Media aktiv seid, um positiv aufzufallen. Falls ihr euch nach einem neuen Job umseht, versteht ihr es, zwischen dem 11. und 23. überzeugend aufzutreten. Und am 23. ist ja dann auch der Merkur wieder direktläufig und ihr könnt gegebenenfalls unterschreiben. Zuvor haben wir aber noch ein wichtiges Ereignis, nämlich die Sommersonnenwende am 21. Juni um 5.32 Uhr. Dann verlässt die Sonne die Zwillinge und geht ins Zeichen Krebs in euer kosmisches Finanzhaus. Und dann habt ihr erneut einen sehr guten Berufs- und Finanzaspekt bis zum 25. Juni. Günstige Entwicklungen, die sich zu Beginn des Monats angebahnt haben, werden dann wieder fortgesetzt und vielleicht ergibt sich auch eine neue lukrative Gelegenheit im Job oder ihr erhaltet eine Zusage für eine neue Arbeitsstelle. Der Vollmond am 24. Juni kann diese günstigen Entwicklungen sogar verstärken.
Falls ihr zu Vollmond gerne ein Ritual abhaltet, würde sich das Thema Wertzuwachs auf allen Ebenen anbieten. Dabei geht es nicht nur um finanzielles Glück, sondern auch um eine Verbesserung eures Selbstwertgefühls. Am 27. Juni wechselt die Venus in den Löwen und bildet dann zusammen mit Mars sehr schöne, anregende und lustvolle Aspekte für die Liebe und Beziehungen. Für Singles ist das toll zum Flirten und um die neuen Kontakte, die euch der Mondknoten bringt, fantasievoll zum Blühen zu bringen. Fest Liierte entdecken die Lust auf ihren Schatz wieder neu. Gegen Ende des Monats wird diese Tendenz vielleicht ein wenig ausgebremst. Zum Beispiel, weil ihr eine andere Verantwortung übernehmen müsst oder ein gemeinsamer Plan nochmal ausgesetzt werden muss. Aber im Juli kehren Lust und Liebe wieder zurück, mit etwas Glück in einem gemeinsamen Urlaub. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juni Geburtstag habt. Ihr dürft euch auf schöne Tendenzen in Liebe, Glück und Partnerschaft freuen. Mehr dazu gleich. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Horoskop werde ich euch wichtige Tendenzen für euer Sternzeichen und den Aszendenten aufzeigen. Wahrscheinlich empfangt ihr aber noch weitere wichtige Einflüsse auf die Planeten und Häuser eures individuellen Geburtshoroskops. Mehr darüber erfahrt ihr in meinen PDF-Horoskopen, die für euch auf der Basis eures persönlichen Geburtsdatums erstellt werden. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den Juni. Und die beste Nachricht ist, dass am 2. Juni die Venus in den Krebs geht und euer Zeichen für 3,5 Wochen mit viel Charme und Liebesenergie auflädt. Dabei bildet sie gleich zu Beginn des Monats einen traumhaften Glücksaspekt zu Jupiter. Der ist gut für die Liebe, die Finanzen, für persönlichen und beruflichen Erfolg und auch, um mal Lotto zu spielen. Aber nicht vergessen, der Merkur ist rückläufig, deswegen haltet Wichtiges schriftlich fest und hebt euren Lottoschein gut auf. Auch der Mars steht anfangs noch im Krebs und beginnt den Monat mit einem anstrengenden Aspekt, bis etwa zum 6. Juni, der vor allem für die Geborenen der dritten Dekade die Gefahr von Beziehungskonflikten bedeutet. Oder einfach auch Menschen anzeigt, die euch bei Gesprächen oder Verhandlungen unter Druck setzen. Aber wenn die Venus dann ab dem 2. Juni dazukommt, mildert das diesen Einfluss ab. Dann kommen Leute, die euch Schwierigkeiten machen, von selbst auf die Idee, sich bei euch zu entschuldigen oder entdecken plötzlich, was für charmante und liebenswerte Wesen ihr doch seid und hören auf, euch zu mobben. Eine zweite Variante wäre, dass ihr euch von unangenehmen Leuten einfach fernhaltet, denn es gibt bestimmt genug andere, die euch mögen und zu schätzen wissen. Das astrologische Großereignis des Monats, der Neumond am 10. Juni mit der Sonnenfinsternis, fällt in euer kosmisches 12. Haus und aktiviert bei euch die Heilerachse des Horoskops. Hier kommt es natürlich auch sehr darauf an, ob ihr, wie viele Krebsgeborene, auch Planeten in den Zwillingen habt, die von der Sonnenfinsternis direkt aktiviert werden. Ob das der Fall ist, erfahrt ihr in eurem Geburtshoroskop. Und dann solltet ihr euch außerdem auch nochmal hier das Sternzeichenhoroskop für die Zwillinge anschauen. Aus kosmischer Sicht ist dieser Neumond mit der Sonnenfinsternis sehr ergiebig, falls ihr spirituell, schamanisch oder magisch arbeitet. Dann solltet ihr diesen besonderen Tag auf jeden Fall zelebrieren und ein Ritual abhalten. Ihr könnt dadurch einen Kanal öffnen, um in Kontakt mit der Anderswelt bzw. schamanischen Kräften zu kommen und geistige Botschaften zu empfangen. Ein anderer Tipp wäre, dass ihr euch im Traum mit Wesen oder auch anderen Menschen oder euren Ahnen verbindet, zu denen ihr sonst keinen Kontakt habt. Und falls ihr etwas Neues beginnen wollt, würde sich anbieten, das Klarträumen zu üben, bei dem ihr euch im Traum bewusst werdet, dass ihr träumt. Einen Link mit Infos dazu setze ich unten in die Videobeschreibung. Am Tag nach dem Neumond gibt es eine wichtige Energiewende. Am 11. Juni verlässt nämlich der Mars euer Zeichen und zieht dann weiter in den Löwen. Er aktiviert damit für die nächsten 6 Wochen eure kosmische Werteachse. Ganz konkret kann es bedeuten, dass es Zeit wird, zu bekommen, was euch zusteht und eure Gläubiger daran zu erinnern, dass sie zahlen sollen. Das klappt meistens gut mit Mars im Finanzbereich. Umgekehrt solltet auch ihr in den kommenden Wochen möglichst zurückzahlen, was noch offen ist.
Der Mars kann auch euer Selbstwertgefühl stärken und ihr seid vielleicht entschlossener als sonst, wenn es darum geht, für eure Werte oder auch einfach euer Gehalt einzustehen. Vom 12. bis 15. Juni gibt es auch noch mal einen Venus-Aspekt für eine nette Finanzüberraschung oder einen Gewinn. Und eure Kontakte zu Freundinnen und Freunden oder durch eure Social Media dürften euch in dieser Zeit beleben und erfrischen. Am 21. Juni um 5:32 Uhr am Morgen ist Sommersonnenwende und die Sonne geht in den Krebs. Sie aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen eure Vitalität und Lebensfreude und von der Sonnenwende bis zum Vollmond am 24. Juni bekommt ihr noch einen fabelhaften Glücks- und Erfolgsaspekt. Das kann etwas Persönliches sein, zum Beispiel, dass ihr Erfolg mit eurer Urlaubsplanung habt oder auch was Berufliches, zum Beispiel eine tolle neue Aufgabe, die auch mit mehr Geld verbunden ist. Und wir haben auch einen traumhaften Romantikaspekt, der euch eine neue Liebe schenken kann und für die Festliierten die Gelegenheit, besonders romantische Zeiten mit ihrem Schatz zu erleben. Vielleicht überrascht man euch auch mit einer besonders romantischen Geschenkidee. Wenn euer Geburtstag in die ersten Tage des Krebszeichens fällt, habt ihr das besondere Glück, dass diese schönen Aspekte in eurem gesamten neuen Lebensjahr weiterwirken. Ab dem 23. Juni ist der Merkur wieder direktläufig und das führt auf vielen Ebenen zur Entspannung, weil die Kommunikation wieder flüssiger läuft und weniger Fehler auftreten. Der Vollmond am 24. Juni im Steinbock fällt bei euch auf die Beziehungsachse und aktiviert Glücksplanet Jupiter. Falls ihr mit Vollmondritualen oder Meditationen arbeitet, würde sich das Thema Glück in der Liebe und euren Beziehungen anbieten. Eure Liebesgefühle können dann sehr intensiv werden, aber achtet darauf, euch von Menschen fernzuhalten, die euch nicht gut tun. Am 27. Juni verlässt die Venus euer Zeichen und geht in den Löwen. Das kann eine günstige Finanzphase von 3 Wochen anzeigen. Für manche von euch kann es allerdings zum Monatsende Konflikte ums Geld und Freundschaft geben. Da solltet ihr vorsichtig sein, also zum Beispiel Freunden lieber kein Geld leihen. Vor allem nicht, ohne es mit dem festen Partner oder anderen Leuten, mit denen ihr finanzielle Verpflichtungen eingegangen seid, abzusprechen. Falls es diesbezüglich Entscheidungen zu treffen gibt, wartet lieber ab bis zum 9. Juli. Danach lösen sich mögliche Anspannungen wieder auf und die Finanzsterne stehen wieder gut. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Freundschaften und euer berufliches Netzwerk stehen diesen Monat im Fokus. Und ab dem 11. Juni aktiviert Energieplanet Mars eure volle Löwe-Power. Das und mehr schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Horoskop kann ich euch wichtige Tendenzen für euer Sternzeichen und den Aszendenten aufzeigen. Wahrscheinlich empfangt ihr aber noch weitere wichtige Einflüsse auf die Planeten und Häuser eures individuellen Geburtshoroskops. Mehr darüber erfahrt ihr in meinen PDF-Horoskopen, die für euch auf der Basis eures persönlichen Geburtsdatums erstellt werden. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den Juni schauen. Vor allem feste und verbindliche Beziehungen und Freundschaften stehen in diesem Monat im Fokus. Wenn es ums Flirten geht, sieht es etwas ruhiger aus, denn am 2. Juni zieht sich die Venus in euer kosmisches 12. Haus zurück. Vielleicht schwärmt ihr dann eher im Stillen oder seid ein wenig schüchtern, was eigentlich gar nicht eure Art ist. Da kommt es nun aber auch drauf an, wo die aktuelle Venus in eurem individuellen Geburtshoroskop zu stehen kommt und welche Bereiche sie aktiviert. Aber beim Löwe-Kollektiv ist die Flirtstimmung eher gedämpft. Oder ein neuer Flirt ergibt sich über freundschaftliche und berufliche Kontakte und da seid ihr dann zuerst vorsichtig, bevor ihr eure Gefühle offenbaren wollt. Aktiv ist dagegen der Bereich eurer festen Beziehungen. Da steht jetzt Glücksplanet Jupiter und bildet gleich zu Beginn des Monats einen sehr schönen und liebevollen Aspekt. Eure Beziehung kann sich vertiefen und auf der praktischen Ebene kann das auch bedeuten, dass ihr euch gemeinsam etwas Schönes kauft, was ihr euch schon länger wünscht. Auch ein Zuwachs gemeinsamer Werte ist möglich. Dabei beachtet bitte, dass der Merkur noch rückläufig ist. Wenn ihr etwas kauft, prüft das Kleingedruckte sorgfältig. Und falls es etwas wie ein Handy oder ein Auto ist, wartet lieber noch ab bis zum 23., wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Da
kommt dann auch noch mal ein schöner Aspekt für eine größere gemeinsame Anschaffung. Der Neumond mit der Sonnenfinsternis am 10. Juni aktiviert eure Freundschaften und euer Netzwerk. Es ist also vielleicht Zeit für einen Neuanfang in diesem Bereich. Bei vielen haben ja Freundschaften und Beziehungen etwas unter den Covid-bedingten Einschränkungen gelitten. Vielleicht geht da jetzt etwas für euch zu Ende, aber es kann nun auch etwas Neues beginnen. Und vielleicht gibt es ja auch schon die ersten Möglichkeiten, sich wieder zu sehen oder sogar ein bisschen gemeinsam zu feiern, wenn ihr zum Beispiel Freunde aus dem Zeichen Zwillinge habt, die jetzt Geburtstag haben. Möglich ist auch, falls ihr in einer festen Partnerschaft seid, dass es Unstimmigkeiten darüber gibt, mit wem ihr gemeinsam befreundet sein wollt. Auch hier kann der Neumond helfen, einen Neuanfang zu wagen. Allerdings sind der rückläufige Merkur und Illusionsplaneten Neptun beteiligt, sodass man noch nicht immer klar sieht, was man eigentlich will. Vielleicht steht auch in der festen Beziehung eine Aussprache zum Thema gemeinsamer Freundeskreis an. Und wenn ihr alleinstehend seid, kann es darum gehen, ob man mit Freunden gemeinsame Finanzen hat. Und da herrscht womöglich Klärungsbedarf. Für die Neumond-Meditation oder auch ein Neumond-Ritual würde sich Folgendes als Thema anbieten: Verbindungen mit den richtigen und wichtigen Menschen stärken und Verbindungen, die ihren Zweck erfüllt haben oder euch nicht mehr gut tun, in Frieden lösen. Am Tag nach diesem Neumond kommt eine ganz neue, frische Energie für euch auf, denn dann geht der Mars in den Löwen und aktiviert für die kommenden 6 Wochen eure volle Löwe-Power. Ihr spürt dann wahrscheinlich schnell, wie eure Kräfte zunehmen und ihr Lust bekommt, euch beruflich einzubringen. Wichtig ist dabei, dass ihr den Teamgedanken hochhaltet, denn ihr könntet anfangs verleitet sein, im Alleingang loszustürmen. Der Mars im Löwen kann schon zu einer Zunahme der Ego-Kräfte führen. Das könnt ihr dann zum Beispiel im Sport ausleben und nach neuen Rekorden jagen. Aber wenn eure Lust auf Erotik steigt, das ist auch ein Effekt von Mars, ist es sicher schöner, wenn ihr das gemeinsam mit einem Liebespartner oder Partnerin ausleben könnt. Und deshalb solltet ihr in Kontakt mit lieben Menschen bleiben und die Ego-Kräfte etwas zügeln. Im Juni wird auch das anstrengende Quadrat zwischen Saturn und Uranus wieder aktiv und beide stehen ja längerfristig in direkter Spannung zur Löwesonne. Das werdet ihr sicher spüren. Die Herausforderungen und Reibungspunkte nehmen zu, sowohl beruflich als auch in privaten wie geschäftlichen Partnerschaften. Und ihr habt wahrscheinlich mehrere Baustellen gleichzeitig. Rechnet damit, dass einige Vorhaben nicht nach Plan laufen und dass es immer wieder zu Störungen und Unterbrechungen kommt. Das gilt auch für die Urlaubsplanung. Lasst auf jeden Fall Luft im Kalender, falls Termine sich verschieben oder länger werden. Sonst wird es nämlich sehr hektisch und stressig und mit dem Mars in eurem Zeichen seid ihr dann schnell recht ungehalten. Zumal noch bis zum 22. Juni der Merkur rückläufig ist. Seid während dieser Zeit bitte tolerant gegenüber Fehlern und Missverständnissen. Am 21. Juni um 5.32 Uhr ist dieses Jahr Sommersonnenwende und die Sonne tritt in den Krebs ein. Für einige von euch kann das mit einem größeren Ruhebedürfnis einhergehen und ihr wünscht euch einfach, am Strand zu liegen. Das kann ja vielleicht auch wahr werden. Zwischen der Sonnenwende und dem Vollmond am 24. Juni haben wir einen schönen Romantikaspekt für liierte Löwen. Faulenzt doch gemeinsam mit eurem Schatz und gönnt euch zärtliche Stunden. Der Vollmond aktiviert die Heilerachse eures Horoskops und leitet eine Phase bis etwa zum 5. Juli ein, in der ihr gesundheitlich sehr achtsam sein müsst. Die Mars-Aspekte können dann mit einer erhöhten Verletzungsgefahr einhergehen, vor allem wenn ihr sportliche Risiken eingeht oder euch durch Termindruck und Hektik unter Stress setzen lasst. Zum Glück geht am 27. Juni die Venus auch in den Löwen und mildert diesen Einfluss ab, indem sie euch geschmeidiger und entspannter macht. Dann seid ihr sehr offen dafür zu chillen und euch Zärtlichkeit oder Wellness zu gönnen, was euch nur gut tut. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Im Juni geht es um eure Ziele, sei es für die Karriere oder auch eurer inneren Berufung zu folgen. Und in der Liebe gibt's auch kosmische Geschenke. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Horoskop kann ich euch wichtige Tendenzen für euer Sternzeichen und den Jungfrau-Aszendenten aufzeigen. Wahrscheinlich empfangt ihr aber noch weitere wichtige Einflüsse auf die Planeten und Häuser eures individuellen Geburtshoroskops.
Mehr darüber erfahrt ihr in meinen PDF-Horoskopen, die für euch auf der Basis eures persönlichen Geburtsdatums erstellt werden. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte. Jetzt schauen wir in die Konstellationen für den Juni. Erfreulich ist, dass am 2. Juni die Venus in den Krebs geht und dann für 3 Wochen liebevolle Energien sendet. Das belebt nicht nur eure Beziehungen und für die Singles auch Flirts, sondern auch Freundschaften und euer berufliches Netzwerk. Bis zum 5. Juni gibt es als Geschenk noch einen traumhaften Romantik- und Glücksaspekt mit Jupiter dazu. Und das kann übrigens auch finanzielles Glück sein, trotz rückläufigem Merkur. Auch der Mars steht im Krebs und bildet zu Beginn des Monats etwas anstrengende Aspekte. Da kann es ein Tauziehen geben mit Leuten, die euch eigentlich unterstützen sollten, aber plötzlich ihr eigenes Ding machen oder woanders hinwollen als ihr oder wie es abgesprochen war. Lasst euch davon nicht beirren und von eurem Weg abbringen, denn es ist nur vorübergehend bis maximal zum 11. Juni. Der Jupiter steht jetzt bis Ende Juli in den Fischen und damit in eurem Partnerhaus und wird diesen Monat immer wieder aktiviert, was wunderbar für die Liebe ist. Für Singles erhöht das die Chancen, jemanden kennenzulernen. Und ganz generell werdet ihr mit angenehmen Gesprächspartnern zu tun haben. Am 10. Juni haben wir das astrologische Großereignis des Monats, den Neumond mit einer Sonnenfinsternis. Die ist verbunden mit dem Mondknoten, der unsere Seelenaufgabe anzeigt und der steht schon länger in eurem kosmischen 10. Haus. Da geht es dann um die Karriere, aber auch ganz generell um die Lebensziele, die man hat und auch um den Platz in der Gesellschaft, den man anstrebt. Deswegen sind viele Jungfraugeborene dieses Jahr trotz widriger Umstände erfolgreich und haben eine gute Aufgabe gefunden, die zu ihnen passt. Und wenn noch nicht, dann arbeitet dran. Die Chancen stehen noch bis zum Jahresende besonders gut, dass ihr eure Berufung findet. Der Neumond mit der Sonnenfinsternis aktiviert diesen Bereich des Horoskops und ist sehr wichtig für euch, sozusagen ein Meilenstein, um zu schauen, wie weit ihr auf eurem Seelenweg vorangekommen seid. Mit dabei steht auch der Merkur, im Moment rückläufig, euer traditioneller Herrscher. Deshalb ist dieser Neumond besonders wichtig für euch. Wenn ihr mit spirituellen oder magischen Techniken arbeitet und ein Neumondritual oder eine Meditation abhalten wollt, bietet es sich natürlich an, dass ihr euch mit eurem Seelenweg und euren Karriere- oder Herzenszielen beschäftigt. Die Energie des Neumondes ist mehr nach innen gerichtet. Es geht darum, nochmal zu überprüfen, ob ihr wirklich in Resonanz mit den Zielen seid, die ihr euch ausgesucht habt. Wenn ihr zum Beispiel spürt, dass ihr beruflich noch nicht auf einem Weg seid, der euch Erfüllung bringt, kann dieser Neumond der Anlass sein, etwas zu beenden und etwas Neues zu beginnen. Aber weil es eine Sonnenfinsternis ist, eignet er sich nicht als Startdatum für berufliche Vorhaben. Außerdem ist ja bei der Konstellation der Merkur rückläufig und Illusionsplanet Neptun ist ebenfalls beteiligt. Und deshalb können sich Meinungen nochmal ändern, fehlende Informationen muss man vielleicht nochmal abwarten und eventuell stimmt die erste Einschätzung auch noch nicht. Es kann auch zweckdienlich sein, dass ihr noch gar nicht über wichtige neue Vorhaben und Entscheidungen mit anderen sprecht, sondern alles erstmal sacken lasst. Wenn ihr ein Business starten wollt, wartet damit lieber bis zum 23. Juni, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Auch für persönliche Vorhaben solltet ihr zumindest bis zum 14. Juni abwarten. Am Tag nach der Sonnenfinsternis geht der Mars in den Löwen und zieht sich dann beim Jungfrau-Kollektiv ins 12. Haus zurück. Das kann mit einem Gefühl von nachlassenden Kräften und größerem Ruhebedürfnis einhergehen, kommt aber natürlich auch darauf an, wo der laufende Mars in euer Geburtshoroskop fällt. Außerdem kann diese Konstellation auch für die nächsten 6 Wochen ein erhöhtes Infektionsrisiko anzeigen. Seid gegebenenfalls besonders vorsichtig und setzt euch keinen Ansteckungsgefahren aus. Rund um den 14. Juni haben wir einen fabelhaften Finanzaspekt, vielleicht ein spontaner Zuschuss, Fördergelder oder die Unterstützung von Leuten, die an euch glauben. Am 21. Juni um 5.32 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Krebs und dann ist Sommersonnenwende. Die Konstellationen sind dann auch sehr schön für weibliche Magie und um die Kräfte der Göttin zu tanken, falls ihr damit in Resonanz seid. Ideal für euch wäre es, mit gleichgesinnten Schamaninnen oder weisen Frauen euch zusammenzutun,
Je nachdem, wie viel Freiheiten wir dann bereits wieder haben. Aber das kann natürlich auch im Spirit oder online geschehen. Auf jeden Fall eignet sich die Sonnenwende wunderbar für ein schönes Ritual. Kurz darauf, in der Nacht zum 23. Juni, wird der Merkur wieder direktläufig. Die magische Zeitqualität hält an bis zum Vollmond am 24. im Steinbock, der günstig und kräftigend zu euch steht und einmal mehr den Jupiter aktiviert. Falls ihr Vollmondrituale mögt, könnt ihr um Fülle, Liebe und Wertschätzung in euren Beziehungen bitten. Am 27. Juni zieht die Venus weiter in den Löwen und verschwindet dann gewissermaßen im kosmischen 12. Haus. Für die nächsten 3 Wochen wird es dann etwas stiller und innerlicher in der Liebe. Vielleicht schwärmt ihr dann mehr im Geheimen für jemanden oder ihr müsst eine Weile auf eine geliebte Person verzichten, etwa aus beruflichen Gründen. Aber da kommt es dann auch sehr darauf an, wo die aktuelle Venus in eurem individuellen Horoskop zu stehen kommt. Gegen Ende des Monats kann es beruflich einige Anspannungen geben, möglicherweise durch jemanden, der im Hintergrund gegen euch intrigiert. Ein Teamprozess kann ins Stocken kommen, weil jemand nicht mitzieht oder ihr bekommt Hindernisse in den Weg gelegt. Das könnt ihr dann als Test sehen, ob ihr wirklich an eure Berufung glaubt und das, was sich euch zum Neumond gezeigt hat, ernst nehmt. Wenn ihr überzeugt seid von dem, was ihr tut, werden diese Hindernisse euch nicht aufhalten können. Wenn nicht, wird es Zeit, Konsequenzen zu ziehen bzw. Klartext zu reden. Oder ihr wartet einfach ab bis zum 5. Juli, dann beruhigt sich die Lage wieder. Aber ich denke, ihr könnt euch ruhig was zutrauen. Ihr seid wahrscheinlich in einer starken Position. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Ein vitaler und arbeitsreicher Monat erwartet euch. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Horoskop kann ich euch wichtige Tendenzen für euer Sternzeichen und den Aszendenten aufzeigen. Wahrscheinlich empfangt ihr aber noch weitere wichtige Einflüsse auf die Planeten und Häuser eures individuellen Geburtshoroskops. Mehr darüber erfahrt ihr in meinen PDF-Horoskopen, die für euch auf der Basis eures Geburtsdatums erstellt werden. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt wollen wir uns euren Konstellationen im Juni zuwenden. Erfolgsplanet Saturn und Kraftspenderin Sonne versprechen einen guten und arbeitsreichen Start in den Monat. Im gesamten Juni stehen eure Sterne günstig für eure beruflichen oder auch privaten Projekte. Wermutstropfen ist der rückläufige Merkur bis zum 22. Juni. In der Zeit müsst ihr bei euren Vorhaben und bei der Kommunikation mehr Zeit und Geduld aufbringen, denn es kann zu Fehlern im Informationsfluss oder Missverständnissen kommen. Deshalb nehmt euch vor, Luft für Unvorhergesehenes im Kalender zu lassen. Wenn ihr in einem Team arbeitet, achtet darauf, dass auch dort die Kommunikation funktioniert. Denn dann profitiert ihr gleich in der ersten Juniwoche von guten Aspekten für Teamarbeit bzw. von einer angenehmen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen. Am 2. Juni wandert die Venus in den Krebs. Dann habt ihr 3 Wochen, in denen ihr euch beruflich und gesellschaftlich in einem guten Licht darstellen und Projekte präsentieren könnt. Dabei im Hintergrund bitte weiterhin den rückläufigen Merkur beachten und dafür sorgen, dass ihr richtig verstanden werdet. Wichtige Vereinbarungen solltet ihr immer noch mal schriftlich bestätigen, zum Beispiel in einer E-Mail. Und dabei auch gucken, ob euer Adressverzeichnis aktuell ist und alle Nachrichten ihren Adressaten erreichen. Für die Liebe und die Beziehungen sind die Tendenzen gemischt. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, habt ihr tolle Sterne, um jemanden kennenzulernen, und zwar besonders durch Reisen. Auch Seminare, Webinare oder kulturelle Projekte versprechen interessante Begegnungen. Aber vieles ist ja teilweise noch eingeschränkt. Trotzdem, wenn es für euch sein soll, wird der Kosmos Mittel und Wege finden, euch jemanden zu schicken. Etwas schwieriger sind die Konstellationen für eure festen Beziehungen. Manche Waagegeborene, vor allem die der zweiten Dekade, müssen zurzeit eine Fernbeziehung führen oder erleben aus anderen Gründen eine Zeit der Distanz in ihrer Beziehung. Wenn das auf euch zutrifft, erlebt ihr um die Mitte des Monats eine schöne Phase mit einer guten Verbindung. Andere Waagegeborene, dann meistens die der dritten Dekade, haben aufgrund von Familienverantwortung wenig Zeit für ihre Partnerschaft. Einige von euch sind auch gefordert, weil der Partner erkrankt ist oder aus anderen Gründen Hilfe braucht. Wenn das der Fall ist, sieht es aber diesen Monat nach Fortschritten oder zumindest einer Stabilisierung der Lage aus.
Das astrologische Großereignis des Monats, der Neumond mit der Sonnenfinsternis am 10. Juni, kann euch bei euren derzeitigen Projekten sehr inspirieren. Zumindest dann, wenn ihr an etwas arbeitet, an das ihr auch glaubt und das euch wichtig ist. Oder ihr erhaltet eine neue Inspiration und wollt euch nun endlich mit etwas beschäftigen, hinter dem ihr wirklich stehen könnt. Der Neumond kann euch ein ganz enormes Fernweh bescheren oder ihr beschäftigt euch mit verschiedenen Weltbildern, Fragen der Gerechtigkeit oder Politik. Für eine Neumond-Meditation oder ein Ritual würde sich als Motto eine Reise nach innen anbieten, bei der ihr schaut, wie ihr in Resonanz zu euren wichtigen Projekten steht. Denn wenn ihr im Einklang mit dem seid, was ihr tut, dann könnt ihr die mächtigen Kräfte eures Unterbewusstseins anzapfen. Ihr könnt auch darum bitten, die richtigen Leute zur richtigen Zeit zu treffen, die ihr braucht, um erfolgreich zu sein. Ihr solltet jedoch keine äußeren wichtigen Events auf das Datum der Sonnenfinsternis legen. Wartet dazu lieber ab bis zum 14. oder nach dem 22. Juni, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Am Tag nach der Finsternis, am 11. Juni, wechselt der Mars in den Löwen und bildet schwungvolle Aspekte zur Waagesonne. Wenn nicht andere Horoskopfaktoren dagegen sprechen, solltet ihr dann in den nächsten 6 Wochen gute und tatkräftige Unterstützung aus eurem beruflichen Netzwerk und auch aus eurem Freundeskreis erhalten. Vom 10. bis zum 16. habt ihr einen guten Finanzaspekt für eine überraschende Zuwendung, vielleicht eine Auszahlung von einer Versicherung oder einem Finanzpartner. Und vom 18. bis 23. Juni gibt es eine gute berufliche Phase mit personeller oder finanzieller Unterstützung. Am 21. Juni um 5.32 Uhr ist Sommersonnenwende. Die Sonne geht dann in den Krebs und aktiviert für die nächsten 4 Wochen euer kosmisches Karrierehaus. Ihr habt dann beruflich einen guten Lauf und eventuell stehen auch einige wichtige Entscheidungen an. Wermutstropfen könnte sein, dass familiäre Verpflichtungen euch gleichzeitig sehr stark beanspruchen. Das kann sich besonders in den Tagen rund um den Vollmond am 24. Juni im Steinbock zeigen. Da könnt ihr wohl nicht immer so, wie ihr wollt, sondern müsst euch zurücknehmen, um einem wahrscheinlich älteren Familienmitglied zu helfen. Vielleicht bringt der Vollmond auch ein Familiengeheimnis ans Licht und da geht dann die ganze Aufmerksamkeit hin. Am 27. Juni geht die Venus in den Löwen und bildet dann für 3 Wochen exzellente Aspekte zur Waagesonne und die versprechen künstlerische Inspiration, Unterstützung von Gleichgesinnten und Förderung durch interessante neue oder gute bestehende Kontakte, die ihr immer gepflegt habt. Auch finanzielle Zuwendungen sind dann möglich. Gleichzeitig müsst ihr eure bestehenden finanziellen Arrangements und eure Finanzpartnerschaften sorgfältig im Auge behalten. Passt das alles zusammen oder könnte es zu Animositäten kommen, weil sich jemand benachteiligt fühlt? Eventuell müsst ihr auch Verträge und Vereinbarungen nochmal überprüfen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Da gibt es eine angespannte Phase von Ende Juni bis etwa zum 11. Juli, in der ihr finanzielle Angelegenheiten nicht auf später verschieben, sondern euch sofort drum kümmern solltet. Aber insgesamt kommt ihr voran und die guten Ideen gehen euch nicht aus. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Freut euch auf einige wundervolle Romantik- und Liebesaspekte. Aber der Kosmos spart diesen Monat auch nicht mit Herausforderungen, an denen ihr wachsen könnt. Bevor wir näher einsteigen, habe ich noch einen Hinweis. In diesem Horoskop kann ich euch wichtige Tendenzen für euer Sternzeichen und den Aszendenten aufzeigen. Wahrscheinlich empfangt ihr aber noch weitere wichtige Einflüsse auf die Planeten und Häuser eures individuellen Geburtshoroskops. Mehr darüber erfahrt ihr in meinen PDF-Horoskopen, die für euch auf der Basis eures Geburtsdatums erstellt werden. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt wollen wir uns die Konstellationen im Juni anschauen. Genial für euch ist, dass Liebesgöttin Venus am 2. Juni in den Krebs geht und dann für 3 Wochen wunderschöne Liebes- und Flirtaspekte bildet. Gleich in der ersten Woche gibt es so ein kosmisches Geschenk, vor allem für die Geborenen der ersten Dekade. Das ist aber auch ein guter Finanzaspekt und ihr könntet in Erwägung ziehen, Lotto zu spielen.
Allerdings ist ja auch der Merkur rückläufig bis zum 22. Juni. Deswegen müsst ihr bei finanziellen Transaktionen das Kleingedruckte besonders sorgfältig lesen. Und falls ihr einen neuen Abschluss tätigen wollt, möglichst bis zum 23. abwarten. Dann haben wir nochmal einen fantastischen Flirtaspekt vom 10. bis 15. Juni für euch, besonders falls es um diese Zeit möglich ist, zu reisen und unterwegs zu sein. Vom 17. bis 24. sind die Tendenzen ebenfalls nochmal äußerst romantisch, sei es um jemanden Neues näher kennenzulernen oder sei es um mit eurem festen Schatz innige Momente zu erleben. Beruflich habt ihr bis zum 10. Juni viel Schwung und könnt gut produktiv sein. Und die Oktoberskorpione profitieren bis Ende Juli von einem günstigen Jupiter-Einfluss, sowohl finanziell als auch vom Erfolg her. Kommen wir jetzt zu den Herausforderungen, von denen ich anfangs gesprochen habe. Saturn und Uranus stehen ja beide langfristig in Spannung zur Skorpionsonne und diese Spannung spitzt sich im Juni zu und wird gegen Ende des Monats auch noch von Mars verstärkt. Das heißt, es kann in mehreren Lebensbereichen zu anstrengenden oder konflikthaften Situationen kommen. Wenn zum Beispiel in eurer Partnerschaft oder in der Familien- bzw. Wohnsituation Dinge im Argen liegen, werdet ihr zum Handeln gedrängt. Es kann durch äußere Ereignisse geschehen, etwa weil ein Umzug oder eine Renovierung ansteht, weil Kinder um- oder ausziehen oder vielleicht kommt es auch in eurer Partnerschaft zu einer Trennung oder Distanzierung. Aber auch innerlich kann in euch nun der Entschluss reifen, dass gewisse Dinge so nicht mehr weitergehen können. Betroffen sind derzeit vor allem die Geborenen der zweiten Dekade, aber natürlich können auch andere Planeten in eurem individuellen Geburtshoroskop diese Einflüsse empfangen. Schwierig ist diesen Monat die Gleichzeitigkeit, also es lässt sich nicht eine Sache wegsortieren, sondern mehrere Bereiche beeinflussen sich gegenseitig. Am 10. Juni haben wir das astrologische Großereignis des Monats, nämlich die Sonnenfinsternis mit dem Neumond. Sie aktiviert bei euch das kosmische 8. Haus und bei den Skorpion-Aszendenten ist das wahrscheinlich auch im individuellen Horoskop der Fall. Da geht es um bestehende Beziehungen, außerdem auch um gemeinsame Werte, die ihr mit anderen habt. Und wenn es nicht ums Geld geht, können auch Intimität und Erotik in euren Beziehungen zum Thema werden. Wenn ihr mit solchen Themen Probleme habt, fordert euch der Neumond auf, hier etwas zu Ende zu bringen, damit Platz für Neues entsteht. Wenn in eurem Leben alles gut läuft, steht es nun vielleicht an, gemeinsame Werte zu definieren und vielleicht steht auch das Thema Nachwuchs und wie ihr damit umgehen wollt im Raum. Die Sonnenfinsternis bietet aber auch eine Chance für eure spirituelle und psychologische Entwicklung. Wenn es euch liegt, solltet ihr ein Ritual abhalten oder meditieren und am besten das Thema auswählen, das euch am meisten unter die Haut geht. Ihr könnt darum bitten, euch über eure Gefühle klar zu werden und Eingebungen für wichtige Entscheidungen zu erhalten. Auch das Thema Erotik und Liebe in eurem Leben würde sich für ein Ritual anbieten. Schaut euch doch dazu auch bitte nochmal meinen Livestream, also das Video, zum Göttinnen-Neumond an. Da findet ihr Anregungen, wie man ein persönliches Ritual gestalten kann. Im Anschluss an die Sonnenfinsternis am 11. Juni geht der Mars in den Löwen und das ist für euch eine bedeutende Energiewende, denn er befindet sich dann für die kommenden 6 Wochen in Spannung zur Skorpionsonne und aktiviert den kosmischen Karrierebereich. Das heißt, die Anstrengungen nehmen zu und mit ihnen auch eure Neigung, gereizt zu reagieren. Beruflich könnt ihr nun stark gefordert sein, Entscheidungen zu treffen oder Einsatz zu zeigen, aber dabei geht es nicht unbedingt harmonisch zu. Dann müsst ihr überlegen, ob ihr euch auf jeden Fall durchsetzen wollt oder aus strategischen Gründen lieber den Ball flach haltet. Wenn ihr hellwach bleibt und Herausforderungen sportlich nehmt, kommt ihr wahrscheinlich am besten damit klar. Am 21. Juni um 5.32 Uhr ist dieses Jahr Sommersonnenwende und die Sonne geht in den Krebs. Sie spendet euch dann für 4 Wochen gute Vitalkräfte und weckt außerdem euer Fernweh. Es wäre ideal, wenn ihr ab der 2. Julihälfte Urlaub nehmen könntet. Die Zeit bis zum Vollmond am 24. Juni ist sehr sinnlich in der Liebe, aber auch mit einer Tendenz zur Eifersucht. Am 27. Juni geht die Venus in den Löwen und dann kommen 3 Wochen, in denen ihr euch beruflich im besten Licht darstellen könnt.
Einfach ist die Zeit aber nicht, denn Venus und Mars bilden dann Spannungsaspekte bis zum 11. Juli. Das heißt, ihr könnt oft beruflich nicht so, wie ihr wollt, etwa weil Verpflichtungen in der Familie oder Hindernisse und Verzögerungen aufgrund eurer Wohnsituation oder vielleicht eines Umzugs euch aufhalten. Und hier noch ein wichtiger Hinweis für eure Gesundheit. Zwischen dem 29. Juni und dem 6. Juli ist die Verletzungsgefahr erhöht. Und zwar vor allem, wenn ihr unachtsam seid, euch von anderen ablenken oder provozieren lasst oder wenn ihr unter Stress und Druck geratet. Deswegen wäre mein Tipp, euch spätestens ab Mitte Juni und bis Mitte Juli den Kalender nicht zu voll zu stopfen, damit ihr Raum für unerwartete Entwicklungen habt und nicht durch Termine unter Druck geratet. Und wenn ihr eine Urlaubsreise macht, seid bitte auch achtsam, damit ihr euch nicht verletzt, weil ihr die Gegebenheiten nicht gewöhnt seid. Davon abgesehen stehen eure Sterne ab dem 21. Juni gut, um eine Reise mit Abenteuercharakter zu unternehmen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Der Juni kann ein entscheidender Monat für euer Liebesleben und eure Partnerschaften werden. Mehr dazu gleich. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Video von dem Horoskop werde ich euch wichtige Tendenzen für euer Sternzeichen und den Aszendenten aufzeigen. Wahrscheinlich empfangt ihr aber noch weitere wichtige Einflüsse, und zwar auf die übrigen Planeten und auch die Häuser eures individuellen Geburtshoroskops. Mehr darüber erfahrt ihr in meinen PDF-Horoskopen, die für euch auf der Basis eures Geburtsdatums erstellt werden. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf meiner Infokarte. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den Juni und die sind super spannend. Egal, ob ihr Single seid oder fest liiert, euer Liebesleben und eure Partnerschaften, aber auch euer Familienleben erhalten im Juni anregende und aufregende kosmische Energien. Am 2. Juni wechselt die Venus in den Krebs und bringt einen liebevollen Einfluss für eure festen und verbindlichen Beziehungen. Außerdem habt ihr in den ersten Tagen des Monats einen günstigen Finanzaspekt. Vielleicht erhaltet ihr eine Ausschüttung aus einem Versicherungsvertrag oder etwas Ähnliches. Allerdings ist ja der Merkur rückläufig. Gegebenenfalls solltet ihr also die entsprechenden Dokumente nochmal genau überprüfen. Wenn ihr Familie habt, sind in diesem Monat ebenfalls viele angenehme und liebevolle Impulse, Rückhalt und Zusammenhalt zu erwarten. Schützen der dritten Dekade sollten jedoch nicht mehr versprechen, als sie auch halten können. Umgekehrt kann es auch passieren, dass es seitens der Familie zu Fehleinschätzungen kommt oder Zusagen nicht eingehalten werden können. Trotzdem gibt es viele schöne Momente. Das astrologische Großereignis des Monats, der Neumond mit der Sonnenfinsternis am 10. Juni, fällt in euer kosmisches Partnerhaus und das ist eine große Sache. Vielleicht spürt ihr schon seit einigen Monaten, dass sich in euren Beziehungen und Begegnungen etwas tut, trotz aller Covid-bedingten Einschränkungen. Aber auch in anderen Bereichen eures Lebens, nämlich im Job und auch in Bezug auf eure Gesundheit, sind größere Entwicklungen möglich. In eurem Fall werden diese oft durch Partnerschaften und Begegnungen angestoßen. Ein Beispiel wäre, dass euer Partner durch einen Jobwechsel woanders hin muss und ihr deswegen über einen Umzug nachdenkt. Oder ihr lernt jemand Neues kennen, der weiter weg wohnt. Oder eine Person, durch die ihr die Möglichkeit oder Anregung erhaltet, endlich etwas zu tun, was ihr schon lange wolltet. Möglich auch, dass ihr endlich die passende Heilerin oder den richtigen Arzt für euch findet und eine neue Therapie beginnt. Es kann sich auf jeden Fall lohnen, sich auf jemand oder etwas Neues einzulassen. Denn die Person oder die neue Arbeit kann euch ein Stück auf eurem eigenen Seelenweg voranbringen und euch Türen öffnen. Wermutstropfen ist, dass Illusionsplanet Neptun und der rückläufige Merkur mitmischen. Das kann jetzt im Juni eure Einschätzung von Ereignissen und Potenzialen beeinträchtigen. Deshalb müsst ihr genau hinschauen, inwiefern neue, vielversprechende Chancen und Begegnungen zu euren Werten und eurem Entwicklungsweg passen oder ob sie euch etwa ablenken und ihr dann nach der ersten Begeisterung merkt, dass ihr von eurem eigentlichen Weg abgebracht wurdet. Insofern kann euch die 90-Tage-Regel behilflich sein, also 3 Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst und womöglich etwas Neues in eurem Leben beginnt, das einschneidende Konsequenzen hat. Es kann auch sein, dass ihr überlegt, euch beruflich zu verändern, etwa weil es unruhige Entwicklungen an eurem Arbeitsplatz gibt.
Auch eine solche Entscheidung solltet ihr euch gründlich überlegen und nicht spontan aus einem Impuls heraus treffen. Die Sonnenfinsternis mit ihren Veränderungen wirkt schon etwa seit März diesen Jahres und dann noch weiter bis Mitte 2022. Sie wirkt am stärksten auf die Geburtstagskinder vom 7. bis 15. Dezember, beziehungsweise alle, die den Aszendenten auf 15 bis 25 Grad Schütze haben. Aber auch alle anderen Schützegeborenen werden diesen Einfluss spüren, zumal die Sonnenfinsternis auch dann wirkt, wenn sie auf andere persönliche Planeten im Horoskop fällt. Falls ihr ein Neumondritual oder eine Meditation abhalten möchtet, würde sich als Thema natürlich Liebe, Partnerschaft und Beziehungen in eurem Leben anbieten. Doch für den Start eines neuen Projekts eignet sich die Sonnenfinsternis nicht als Datum. Da solltet ihr bis zum 14. Juni abwarten oder noch besser bis zum 23. Juni, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Direkt nach der Sonnenfinsternis am 11. Juni wechselt der Mars in den Löwen und das ist eine gute Nachricht für euch. Der Powerplanet schenkt euch dann für 6 Wochen stärkende Aspekte, die für Schwung und Lebensfreude sorgen. Die meisten Schützen sind ja unheimlich sportlich und ihr bekommt dann nochmal einen extra Schub Energie dafür. Außerdem ist das auch ein schöner Aspekt, der die Lust auf Erotik belebt. Der Einfluss regt auch euer Fernweh ganz enorm an und ihr könnt es sicher kaum abwarten, wieder auf Reisen zu gehen. Falls das dann schon im Juli gelingt, werdet ihr sicher eine gute Zeit haben. Am 21. Juni um 5.32 Uhr morgens ist dieses Jahr Sommersonnenwende und die Sonne geht in den Krebs. Dort stärkt sie eure festen und verbindlichen Partnerschaften. Ihr habt dann in den Tagen bis zum Vollmond schöne Aspekte für den Familienzusammenhalt wie auch für romantische Momente mit eurem festen Schatz. Aber sorgt bitte dafür, dass kein Grund zur Eifersucht aufkommt. Der Vollmond ist am 24. Juni im Steinbock und aktiviert eure Finanz- und Werteachse. Und am Tag zuvor wird auch der Merkur wieder direktläufig. Wenn ihr Lust bekommt, euch gemeinsam mit Partner oder Partnerin und der Familie etwas anzuschaffen, was ihr euch schon länger wünscht, wären die Tage vom 23. bis 26. dafür besonders gut geeignet. Zum Beispiel für einen gemeinsamen Besuch im Gartenmarkt, um Pflanzen für den Garten oder schöne Möbel für draußen zu kaufen. Am 27. Juni wechselt die Venus in den Löwen und bildet für 3 Wochen ganz allerliebste Aspekte für euch, um zu flirten, um neue Kontakte zu vertiefen oder um mit eurem Schatz, mit eurem festen Schatz etwas Schönes zu unternehmen. Ende des Monats müsst ihr dabei vielleicht nochmal auf die Bremse treten, vielleicht muss ein geplanter Urlaub nochmal ausgesetzt werden. Aber ab dem 5. Juli setzen sich die heiteren und liebevollen Aspekte fort. Da sieht es dann auch nach wirklich guten Chancen für einen Abenteuerurlaub aus. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Partnerschaftsthemen werden im Juni sehr wichtig und ihr habt einige schöne Liebes- und Flirtaspekte. Gleich schauen wir uns das näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. In diesem Horoskop werde ich euch wichtige Tendenzen für euer Sternzeichen und den Aszendenten aufzeigen. Wahrscheinlich empfangt ihr aber noch weitere wichtige Einflüsse auf die Planeten und Häuser eures individuellen Geburtshoroskops. Mehr darüber erfahrt ihr in meinen PDF-Horoskopen, die für euch auf der Basis des Geburtsdatums erstellt werden. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt schauen wir in die Sterne für den Juni. Noch bis zum 10. haben wir den Mars im Krebs. Und der bildet gleich in den ersten Tagen einen anstrengenden Aspekt mit Pluto im Steinbock. Das kann Machtkämpfe und Auseinandersetzungen anzeigen, bei denen die Gefahr gegeben ist, dass ihr euch einfach nur provoziert fühlt, anstatt bei der Sache zu bleiben. Oder dass die andere Person sich direkt angegriffen fühlt. Oder es geht einfach darum, wer Recht hat. Jedenfalls können Auseinandersetzungen zu längeren Konsequenzen führen und wenn es sich um ein berufliches Gebiet handelt, kann euch das auch wirklich schaden. Deshalb denkt an die 90-Sekunden-Regel und atmet erstmal tief durch und überlegt euch gut, ob das zweckdienlich ist. Der Mars im Krebs ist ein sehr emotionaler Mars. Der kann einen mitreißen, selbst wenn man es eigentlich gar nicht will. Ihr kennt die 90-Sekunden-Regel noch nicht? Dann schaut euch das Video über Mars im Widder an. Habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da habe ich die 90-Sekunden-Regel ausführlich erläutert und in den Timecodes vermerkt.
Glücklicherweise geht am 2. Juni auch die Venus in den Krebs und kann die Mars-Energie ein bisschen abmildern und ausgleichen. Sie steht dann in eurem kosmischen Partnerhaus und verheißt für die nächsten 3 Wochen freundliche und gefühlvolle Begegnungen und das erhöht dann auch die Flirtchancen. Außerdem bildet sie in der ersten Juniwoche einen fabelhaften Aspekt zu Glücksplanet Jupiter. Das ist nicht nur gut für die Liebe, sondern bringt auch finanziellen Rückenwind. Zugleich ist allerdings der Merkur bis zum 22. Juni rückläufig und zwar im Jobbereich des Steinbock-Horoskops. Das müsst ihr natürlich beachten. Falls es also einen Bonus gibt oder eine finanzielle Chance, solltet ihr das schriftlich absichern und gegebenenfalls genau überprüfen. Generell müsst ihr damit rechnen, dass es auf der Arbeit, zum Beispiel mit Kolleginnen und Kollegen, öfter mal zu Missverständnissen kommt und Absprachen womöglich nicht eingehalten werden. Vielleicht verändert sich das Team auch personell und ihr habt mit neuen Leuten zu tun, auf die ihr euch einstellen müsst. Am 10. Juni ist der Neumond mit der Sonnenfinsternis in den Zwillingen das astrologische Großereignis. Beim Steinbock-Kollektiv werden dadurch die Themen Gesundheit und Job aktiviert und hier vor allem die täglichen Abläufe. Etwas Altes geht zu Ende und etwas Neues beginnt. Ihr könnt ja mal überlegen, handelt es sich eher um eine gesundheitliche Sache, um die ihr euch endlich mal kümmern solltet? Oder soll sich in eurer Arbeitsumgebung etwas verändern? Beachtet dabei, dass die Energie der Sonnenfinsternis nach innen gerichtet ist und es auch darum geht, durch eine Veränderung in eurer täglichen Routine auch auf dem persönlichen Seelenweg weiterzukommen. Zum Beispiel, indem ihr euch angewöhnt, regelmäßig zu meditieren, um mehr Ruhe und Klarheit in euren Alltag zu bringen. Es kann auch gut sein, dass sich eure Träume verändern oder dass ihr Botschaften im Traum empfangt, was jetzt für euch wichtig wird. Falls ihr magisch arbeitet, könnt ihr Wünsche zu dem jeweiligen Thema in ein Ritual oder in die Neumond-Meditation einfließen lassen. Wahrscheinlich könnt ihr neue Erkenntnisse oder Vorhaben aber nicht gleich umsetzen, sondern müsst bis zum 23. abwarten, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Vom 10. bis zum 14. Juni habt ihr einen sehr schönen Flirtaspekt. Es könnte auch eine spontane, kreative Phase sein. Wermutstropfen ist, dass gleichzeitig eine Familienverpflichtung euch beschäftigen oder belasten kann und ihr müsst dann abwägen, ob ihr eurem Vergnügen nachgehen wollt oder diese Verantwortung übernehmt. Kurz nach dem Neumond am 11. Juni geht der Mars in den Löwen und die Energie verändert sich. Der Druck lässt nach und ihr fragt euch womöglich, warum ihr euch über bestimmte Dinge überhaupt so aufgeregt habt. Am 21. Juni um 5.32 Uhr ist Sommersonnenwende und die Sonne geht in den Krebs. Sie aktiviert dann euren Partnerschaftsbereich und gleichzeitig gibt es ein erhebliches romantisches und magisches Potenzial in den Tagen vom 19. bis zum 24. Juni. Dann ist Vollmond im Steinbock. Falls ihr ein Sonnenwendritual plant, liegt für euch das Thema Liebe und Partnerschaft in der Luft. Vorsichtig sein müssen allerdings einmal mehr die Geburtstagskinder der 3. Dekade. Da sehe ich eine Neigung zur Eifersucht und Verstrickung. Nehmt euch in der Zeit rund um den Vollmond vor, euer Gegenüber nicht unter Druck zu setzen. Und das kann auch jemand sein, mit dem ihr geschäftlich oder freundschaftlich zu tun habt. Glück habt ihr, wenn ihr im Dezember geboren seid. Dann ist Jupiter für euch aktiv und ihr könnt diese romantischen und magischen Aspekte nutzen, um jemanden um den Finger zu wickeln. Gegen Ende des Monats kann der Mars Probleme machen, denn er fordert euren Herrscher Saturn heraus und der steht im Geldhaus. Da kann es Reibereien um gemeinsame Finanzen geben, sei es in eurer festen Beziehung oder mit Finanzpartnern. Zum Beispiel darum, ob alle gerechte Anteile bekommen. Oder euer Schatz möchte etwas Exklusives vom gemeinsamen Geld kaufen und ihr seid dagegen. Am 27. Juni geht auch die Venus in den Löwen und wer welche Werte einbringt und was euch gemeinsam wie viel wert ist, bleibt Thema. Wenn ihr alleinstehend seid, können euch die Konstellationen anregen, über Investitionen nachzudenken oder über Wertefragen in eurem Leben, die auch eine spirituelle oder tiefenpsychologische Dimension haben. Bis zum 11. Juli sind die Aspekte hier, wie gesagt, etwas schwierig. In dieser Zeit sind auch Verhandlungen mit der Bank nicht so vielversprechend. Falls ihr zum Beispiel einen Kredit beantragen wollt, solltet ihr lieber bis Mitte Juli abwarten. Andererseits bringen die Liebesplaneten auch knisternde Erotik in euer Beziehungsleben.
Und wenn ihr einen möglichen Konflikt gemeinsam gemeistert habt, kann das den Weg frei machen, um in neue Dimensionen der Liebe und Erotik einzutauchen. Hallo, ihr fabelhaften Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Veränderungen in eurem Leben und Projekte, die euch beschäftigen, erhalten im Juni spürbar Auftrieb und Dynamik. Und dazu gehören nicht zuletzt auch die Liebe und die Erotik. Das wollen wir uns gleich näher anschauen. Vorher noch ein Hinweis. In diesem Horoskop werde ich euch wichtige Tendenzen für euer Sternzeichen und den Aszendenten aufzeigen. Wahrscheinlich empfangt ihr aber noch mehr wichtige Einflüsse auf die Planeten und Häuser eures individuellen Geburtshoroskops. Mehr darüber erfahrt ihr in meinen PDF-Horoskopen, die für euch auf der Basis eures Geburtsdatums erstellt werden. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Und jetzt kommen wir zu euren Sternen im Juni. Reifeplanet Saturn steht ja noch knapp 2 Jahre bei euch im Zeichen und zeigt, dass ihr neue Verantwortungen eingeht und an größeren, längerfristigen Aufgaben werkelt. Oder auch, dass ihr große und wichtige Aufträge bekommt. Und jetzt gibt es eine Phase von 3 Wochen, in der ihr daran auch richtig Spaß haben könnt und Herausforderungen euch eher anspornen als auf die Nerven gehen. Und wenn ihr das Glück habt, an etwas zu arbeiten, was euch erfüllt und wo ihr mit dem Herzen dabei seid, könnt ihr dadurch auch interessante Menschen kennenlernen. Gleichzeitig sind am Arbeitsplatz weiterhin gewisse Spannungen möglich, weil sich dort Mars befindet. Und vielleicht sind das ja auch 2 getrennte Sachen. Einmal euer Job, wo es Reibungsenergien gibt, und einmal euer Herzensprojekt, wo es fließt. Oder beides hängt zusammen und es gibt Probleme im Arbeitsablauf, zum Beispiel beim Mitstreiter übermäßig emotional reagieren oder ihren eigenen Kopf haben. Das wird jedoch ab dem 2. Juni schon durch die Venus abgemildert, die dann ebenfalls in diesen Bereich geht und ihre vermittelnden Kräfte entfaltet. Dann sehen alle wieder etwas mehr das Positive und es wird leichter, Kompromisse zu finden. In der ersten Juniwoche bekommt ihr außerdem einen günstigen Finanzaspekt, vielleicht einen Bonus im Job oder angestrebte Fördergelder für ein Projekt. Allerdings ist der Merkur bis zum 22. Juni rückläufig. Achtet deshalb darauf, bei der Kommunikation sehr genau und sorgfältig zu sein, um Missverständnisse zu vermeiden. Und lasst euch Zusagen schriftlich bestätigen. Der Neumond mit der Sonnenfinsternis vom 10. Juni ist das astrologische Großereignis des Monats und der lenkt die Energie auf das Thema Herzensprojekte, Lebensfreude und Kreativität, sowohl beruflich als auch persönlich. Wenn ihr bereits auf einem guten Weg seid und etwas tut, was euch erfüllt, könnt ihr zu diesem Neumond nach innen lauschen und schauen, ob euch noch irgendwas davon abhält, euer Potenzial voll auszuschöpfen. Wenn ihr noch nicht auf dem Weg des Herzens seid, könnt ihr um Einsichten und Erkenntnisse bitten, die euch helfen, diesen Weg zu erkennen und in Zukunft gehen zu können. Ihr könnt euch auch wünschen, zur richtigen Zeit den richtigen Menschen zu begegnen, die euch auf diesem Weg Türen öffnen. Das kann übrigens auch der Herzensmensch oder eine inspirierende Affäre sein. Und falls ihr gern mit magischen Ritualen arbeitet, solltet ihr eins abhalten, um eure Energien zu bündeln und euch selbst das Versprechen zu geben, dass ihr mehr bzw. auch in Zukunft dem Weg eures Herzens folgen werdet. Anregungen, wie man ein Ritual gestaltet, findet ihr in meinem Livestream-Video über den Göttinnen-Neumond. Das habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Für euch sind solche Überlegungen besonders wichtig, denn ihr habt ja Saturn im eigenen Zeichen und das kann sehr kräftezehrend sein. Wenn ihr jedoch etwas macht, was euch vom Herzen her erfüllt, dann fallen auch Anstrengungen nicht so schwer und das Unterbewusstsein hilft euch, die nötigen Kräfte freizusetzen. Wenn ihr eine Verantwortung übernommen habt, die nicht im Einklang mit eurem Herzen ist, verliert ihr jetzt im Juni besonders viel Energie durch Reibungen und Hindernisse, weil Saturn und Uranus in Spannung stehen. Und Uranus bringt auch langfristig immer wieder Unterbrechungen und Störungen in euer Leben, solange er im Stier steht. Solche oft unvorhergesehenen Ereignisse haben häufig mit eurem Lebensstil, eurer Wohnsituation oder der Familie zu tun. Doch je tiefer ihr in eurem Herzen verankert seid, desto weniger schlimm werden euch diese Herausforderungen erscheinen und ihr seht deutlicher, wie ihr daran auch wachsen könnt. Und außerdem ist es dann auch leichter, Hilfe und Unterstützung zu bekommen, weil andere Menschen sehen, dass ihr in eurer Mission aufgeht und deshalb auch Respekt davor haben.
All diese Anregungen könnt ihr ja mal rund um den Neumond in eurem Herzen bewegen. Weil es zugleich auch eine Sonnenfinsternis ist, eignet sich der 10. Juni selbst nicht als Startdatum für ein neues Projekt. Dann lieber bis zum 14. warten oder noch besser bis zum 23., wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Am 11. Juni passiert etwas für euch sehr Wichtiges. Dann wechselt der Mars in den Löwen und damit in den Partnerschaftsbereich und Begegnungsbereich eures Horoskops. Er zeigt männliche Typen, die euren Weg kreuzen und euch herausfordern. Im besten Falle ist das ein heißer Flirt nach dem Motto, was sich neckt, das liebt sich. Im ungünstigen Falle ein Konkurrent oder ein harter Geschäftspartner mit einem dicken Ego, der euch aber auch dazu bringen kann, über euch selbst hinauszuwachsen. Der Mars-Transit bringt auf jeden Fall in den kommenden 6 Wochen eine enorme Dynamik in euer Leben. Am 21. Juni um 5.32 Uhr ist Sommersonnenwende und die Sonne geht in den Krebs. Ihre Vitalenergie fließt dann in den Bereich der Arbeitsroutinen und der Gesundheitsvorsorge. Falls es da was zu tun oder zu verbessern gibt, könnt ihr dafür die kommenden 4 Wochen nutzen. Dabei helfen euch sehr schöne Aspekte zwischen dem 19. und 25. Juni. Die begünstigen bei Gesundheitsfragen alternative Heilmethoden. Und wenn es um die Arbeitsabläufe geht, weisen sie auf wohlwollende Kollegen oder Vorgesetzte hin und auch ein Finanzbonus ist möglich. Und das gilt auch für den Vollmond, der ist am 24. im Steinbock und fällt bei euch auf die Heilerachse des Horoskops. Am 27. Juni geht auch die Venus in den Löwen und damit für 3 Wochen durch euer kosmisches Partnerhaus. Das ist natürlich toll, um zu flirten und süße Frauen und Männer kennenzulernen. Doch gleichzeitig kommen nun auch schwierige Aspekte, denn der Mars und später auch die Venus werden Saturn und Uranus aktivieren und zwar bis etwa zum 11. Juli. Ihr bewegt euch dann in einem Spannungsfeld zwischen Flirt, Liebeslust, Ehrgeiz und Familienverpflichtungen und eventuell gibt es auch Behördengänge und Ähnliches zu regeln. Außerdem zeigen die Mars-Aspekte vom 27. Juni bis 4. Juli eine erhöhte Verletzungsgefahr, wenn ihr euch zu sehr unter Druck setzen lasst und deshalb unachtsam werdet. Plant eure Termine nicht zu eng und lasst Raum für unerwartete Änderungen, damit ihr nicht in Stress und Hektik geratet. Es wird Situationen geben, in denen ihr nicht so könnt, wie ihr wollt oder wichtige Leute in eurem Leben haben ihren eigenen Kopf und man kann sich nicht einigen, manchmal sogar trotz Liebe und gemeinsamen Zielen. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr den Neumond nutzt, um jederzeit zu wissen, welches euer Herzensweg ist. Dann können euch Konflikte und Herausforderungen nicht so leicht aus der Ruhe bringen. In der zweiten Julihälfte werdet ihr dann mit dem leidenschaftlichen und liebevollen Teil dieses Transits belohnt, wenn die Liebesplaneten sich in eurem Partnerhaus treffen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Liebesglück und Kreativität stehen für euch in den Sternen. Und ein paar gute Finanzaspekte sind auch dabei. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Horoskop werde ich euch wichtige Tendenzen für euer Sternzeichen und den Aszendenten aufzeigen. Wahrscheinlich empfangt ihr aber noch weitere wichtige Einflüsse auf die Planeten und Häuser eures individuellen Geburtshoroskops. Mehr darüber erfahrt ihr in meinen PDF-Horoskopen, die für euch auf der Basis eures Geburtsdatums erstellt werden. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt wollen wir uns den Konstellationen im Juni zuwenden. Am 2. Juni wandert die Venus in den Krebs und bildet dann für 3 Wochen liebevolle und kreative Aspekte für euch. Und vielleicht geht ja auch beides zusammen, dass ihr gerade eine schöne Zeit mit einem Liebespartner oder Partnerin habt und das beflügelt gleichzeitig eure Kreativität und Schaffenskraft. Oder ihr seid an einem besonders schönen Ort, vorzugsweise an einem See oder Meer und tankt dadurch jede Menge Inspiration. In der ersten Juniwoche habt ihr außerdem einen fabelhaften Finanzaspekt. Ganz besonders die Februarfische profitieren davon. Gleichzeitig ist allerdings der Merkur rückläufig, das müsst ihr beachten und das Kleingedruckte besonders sorgfältig prüfen. Einen ganz neuen Finanzvertrag solltet ihr möglichst erst ab dem 23. unterschreiben, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Viel Energie geht auch in den Bereich eures Privatlebens, zum Beispiel Wohnen, Familie, aber auch wenn ihr im Homeoffice arbeitet. Hier bewegt sich der rückläufige Merkur, deshalb müsst ihr gelegentlich mit Störungen rechnen.
Im Homeoffice kann es zum Beispiel Internetausfälle und Ähnliches geben. Oder es kommt zu Missverständnissen bei Absprachen mit Familienmitgliedern oder mit den Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt. In diesem Bereich findet auch der Neumond mit der Sonnenfinsternis am 10. Juni statt. Der ist sehr wichtig und zeigt größere und wichtige Entwicklungen an. Wenn ihr während der letzten 3 Monate zum Beispiel umgezogen seid oder bis zum Jahresende einen Umzug plant, kann das die Wirkung dieser Sonnenfinsternis sein. Vielleicht gibt es auch etwas Wichtiges zu renovieren, ein Kind zieht aus oder ein neuer Partner oder Partnerin zieht ein. Oder es kommt eine ganz neue Seele bei euch an, ein eigenes Baby oder Enkelkind. Jedenfalls ist viel Bewegung in eurem Privatleben und deshalb würde sich als Thema für die Neumond-Meditation anbieten, dass ihr genau darüber nachdenkt oder in einem Ritual um Schutz und Hilfe für eure Lieben und euer Heim bittet. Betroffen sein kann auch das Homeoffice. Vielleicht wollt ihr eure technische Ausrüstung aufstocken oder das Büro in ein anderes Zimmer verlegen oder ihr geht nun an den Arbeitsplatz zurück und das erweist sich als größere Umstellung. Und wenn ihr spirituell arbeitet, solltet ihr vielleicht zu diesem Neumond oder auch zur Sommersonnenwende einen schönen Hausaltar einrichten oder, wenn ihr schon einen habt, diesen neu schmücken und dekorieren. Anregungen, wie ihr kreativ ein persönliches Ritual gestalten könnt, findet ihr in meinem Video mit dem Göttinnen-Neumond. Neue geschäftliche oder irgendwie komplizierte Vorhaben solltet ihr zu diesem Neumond lieber nicht beginnen, sondern damit warten, bis der Merkur am 23. Juni wieder direktläufig wird. Am 11. Juni haben wir eine wichtige Energiewende. Der Mars geht dann in den Löwen und aktiviert im Fischehoroskop den Bereich Arbeit und Gesundheit. Das könnte eine Phase von 6 Wochen anzeigen, in der ihr verstärkt zu allergischen oder Immunreaktionen neigt. Kleine Verletzungen können sich schneller entzünden als sonst. Deshalb gebt auf euch Acht. Möglich ist auch, dass es in der Zeit Reibereien am Arbeitsplatz gibt, vor allem mit männlichen Kollegen, die ein dickes Ego zur Schau tragen. Da wäre der Trick, dass ihr euren Charme einsetzt und solchen Typen Aufgaben gebt oder sie um Gefälligkeiten bittet, bei denen sie sich wie Helden fühlen können. Dann fressen sie euch aus der Hand. Vom 10. bis 14. Juni haben wir nochmal einen schönen Kreativaspekt für alle Fischegeborenen, die künstlerisch oder mit Medien arbeiten und das kann auch eine lukrative Gelegenheit sein. Außerdem ist es auch ein ganz toller Flirtaspekt. Am 21. Juni um 5.32 Uhr ist Sommersonnenwende. Die Sonne geht dann in den Krebs und bildet für 4 Wochen vitalisierende Aspekte, die eure Lebensfreude und Liebeslust stärken. In den Tagen vom 19. bis zum Vollmond am 24. Juni haben wir eine besonders schöne, magische Zeitqualität und ganz allerliebste Romantikaspekte. Ihr könntet die Sommersonnenwende für ein Ritual zum Thema Liebe und Beziehungen nutzen. Zum Beispiel, wenn ihr noch Single seid und die Wunschpartnerin oder Partner in euer Leben ziehen möchtet. Da gibt es aber auch einen persönlichen Erfolgsaspekt, besonders für die Februarfische. Ihr könnt also auch um Erfolg und Erfüllung bei Herzensprojekten bitten. Zu Vollmond am 24. haben wir intensive Liebesaspekte, die jedoch auch zur Eifersucht führen können. Achtet in diesen Tagen darauf, dass ihr nicht aus Versehen Flirtsignale sendet, wenn das nicht eure Absicht ist. Wenn man euch Avancen macht, die ihr gar nicht wollt, solltet ihr freundlich, aber mit Nachdruck Nein sagen, notfalls auch mehrmals, um nicht in eine emotionale Verstrickung hineingezogen zu werden. Aber wenn ihr mit dem Herzen dabei seid, kann sich eine Liebesbegegnung oder Beziehung im Juni besonders rund um den Vollmond stark vertiefen und intensivieren. Am 27. Juni zieht die Venus weiter in den Löwen. Gleichzeitig beginnt nun eine Phase mit schwierigen Mars-Aspekten bis zum 5. Juli. In dieser Zeit solltet ihr sehr auf eure Gesundheit achten und euch keinen Ansteckungsgefahren aussetzen und auch nicht leichtsinnig werden, wenn es Lockerungen gibt. Aber dank eurer guten Vitalkräfte könnt ihr euch insgesamt auf schöne Sommerwochen freuen. Willkommen zum Serviceteil mit meinen wichtigen Terminen und der Verlosung. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht oder ein PDF-Horoskop bestellen wollt, findet ihr das alles auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com/Astroberatung. Und die ist auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Zur Finsternissaison habe ich 2 Livestreams geplant, damit wir alles Wichtige besprechen können, was ihr zu einer Finsternis beachten solltet.
Am 25. Mai um 21 Uhr geht es um die Mondfinsternis im temperamentvollen Schützen. Deshalb Drama, Baby, Drama. Und da gibt es dann auch ein Special über die Licht- und Schattenseiten Jupiters. Und dann mache ich noch einen Livestream am 8. Juni und da reden wir dann über die Magie des Neumondes mit der Sonnenfinsternis am 10. Juni. In meinen Livestreams gibt es immer ein Gewinnspiel und wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr euch über meine Homepage anmelden. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und lasst mir ein Abo da, dann könnt ihr euch benachrichtigen lassen, sobald ich live gehe. Und hier kommt meine Verlosung mit meinem Geschenk im Juni. Da haben wir besonders schöne Liebesaspekte und deshalb verlose ich ein Partnerhoroskop oder Liebeshoroskop. Das dürft ihr euch aussuchen. Falls ihr einen frischen Flirt am Laufen habt oder jemand Neues kennenlernt, empfehle ich den Partnervergleich. Wenn ihr schon in einer Beziehung seid und zusammenlebt, könnt ihr im Liebeshoroskop mehr über die Potenziale eurer Beziehung erfahren. An der Verlosung nehmt ihr teil, indem ihr mir hier einen netten und interessanten Kommentar postet und mir berichtet, wie meine Vorhersagen für euch funktionieren und was ihr mit den Sternen für Erlebnisse habt. Das finde ich unheimlich spannend und ich lerne auch immer was dabei. Mit einem Kanalabo unterstützt ihr meine Arbeit und habt noch den Vorteil, dass ihr euch automatisch benachrichtigen lassen könnt, wenn ich neue Videos hochlade oder live gehe. Und wer in der Verlosung vom Juni gewonnen hat, erfahrt ihr dann im Monatsvideo für den Juli. Und hier geht's zum Kanalabo. Empfehlen möchte ich euch das Video zum Göttinnen-Neumond. Da erfahrt ihr ganz viel über die Arbeit mit Ritualen. Und zum Verständnis der Sonnenfinsternis gibt's weitere wichtige Informationen in meinem Mondknoten-Video Back to School. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.